Kathi Winter liest Die schwarze Spinne von Jeremias Gotthelf. Über die Berge hob sich die Sonne, leuchtete in klarer Majestät in ein freundliches, aber enges Tal und weckte zum fröhlichen Leben die Geschöpfe, die geschaffen sind, an der Sonne ihres Lebens sich zu freuen. Aus vergoldetem Waldessaume schmetterte die Amsel ihr Morgenlied. Zwischen funkelnden Blumen in perlenem Grase tönte der sehnsüchtigen Wachtel eintönend Minnelied. Über dunklen Tannen tanzten brünstige Krähen ihren Hochzeitsreigen oder krächzten zärtliche Wiegenlieder über die dorndichten Bettchen ihrer ungefiederten Jungen. In der Mitte der sonnenreichen Halde hatte die Natur einen fruchtbaren, beschirmten Boden eingegraben. Mittendrin stand stattlich und blank ein schönes Haus, eingefasst von einem prächtigen Baumgarten, in welchem noch einige Hochäpfelbäume prangten in ihrem späten Blumenkleide. Halb stund das vom Hausbrunnen bewässerte üppige Gras noch, halb war es bereits dem Futtergange zugewandert. Um das Haus lag ein sonntäglicher Glanz, den man mit einigen Besenstrichen, angebracht Samstagabend zwischen Tag und Nacht, nicht zu erzeugen vermag, der ein Zeugnis in des köstlichen Erbgutes angestammter Reinlichkeit, die alle Tage gepflegt werden muss, der Familienehre gleich, welche eine einzige unbewachte Stunde Flecken bringen kann, die, Blutflecken gleich, unauslöschlich bleiben von Geschlecht zu Geschlecht, jeder Tünche spottend. Nicht umsonst glänzte die durch Gottes Hand erbaute Erde und das von Menschenhänden erbaute Haus im reinsten Schmucke. Über beide erglänzte heute ein Stern am blauen Himmel, ein hoher Feiertag. Es war der Tag, an welchem der Sohn wieder zum Vater gegangen war, zum Zeugnis, dass die Leiter noch am Himmel stehe, auf welcher Engel auf- und niedersteigen und die Seele des Menschen, wenn sie dem Leib sich entwindet und ihr Heil und Augenmerk beim Vater droben war und nicht hier auf Erden. Es war der Tag, an welchem die ganze Pflanzenwelt dem Himmel entgegenwächst und blüht in voller Üppigkeit, dem Menschen ein alle Jahre neu werdendes Sinnbild seiner eigenen Bestimmung. Wunderbar klang es über die Hügel her, man wusste nicht, woher das Klingen kam, es tönte wie von allen Seiten. Es kam von den Kirchen her draußen in den weiten Tälern, von dort her kündeten die Glocken, dass die Tempel Gottes sich öffnen allen, deren Herzen offen seien der Stimme ihres Gottes. Ein reges Leben bewegte sich um das schöne Haus. In des Brunnens Nähe wurden mit besonderer Sorgfalt Pferde gestriegelt, stattliche Mütter umgaukelt von lustigen Füllen. Im breiten Brunnentroge stillten behaglich blickende Kühe ihren Durst. Und zweimal musste der Bube Besen und Schaufel nehmen, weil die Spuren ihrer Behaglichkeit nicht sauber genug geräumt. Herzhaft wuschen am Brunnen mit einem handlichen Zwilchfetzen stämmige Mägde ihre rotbrechten Gesichter, die Haare in zwei Knäuel über den Ohren zusammengedreht, trugen mit eilfertiger Emsigkeit Wasser durch die geöffnete Tür und in mächtigen Stößen hob sich gerade und hoch in die blaue Luft empor aus kurzem Schornsteine die dunkle Rauchsäule. Langsam und gebeugt ging an einem Hakenstock der Großvater um das Haus, sah schweigend dem Treiben der Knechte und Mägde zu, streichelte hier ein Pferd, wehrte dort einer Kuh ihren schwerfälligen Mutwillen, zeigte mit dem Stecken dem unachtsamen Buben noch hier und dort vergessene Strohhalme und nahm dazu fleißig aus der langen Weste tiefer Taschen das Feuerzeug, um seine Pfeife, an der des Morgens trotz ihres schweren Atems so wohl lebte, wieder anzuzünden. Auf reingefegter Bank vor dem Hause neben der Tür saß die Großmutter, schönes Brot schneidend in eine mächtige Kachel, dünn und in ebenrechter Größe jeden Bissen, nicht so unachtsam wie Köchinnen oder Stubenmägde, die manchmal Stücke machen, an denen ein Walfisch ersticken müsste. Wohlgenährte stolze Hühner und schöne Tauben stritten sich um die Brosamen zu ihren Füßen. Und wenn ein schüchternes Täubchen zu kurz kam, so warf ihm die Großmutter ein Stücklein eigens zu, es tröstend mit freundlichen Worten über den Unverstand und den Ungestüm der anderen. Drinnen in der weiten Reihenküche knisterte ein mächtiges Feuer von Tannenholz. In weiter Pfanne knallten Kaffeebohnen, die eine stattliche Frau mit hölzerner Kelle durcheinander rührte.
Nebenbei knarrte die Kaffeemühle zwischen den Knien einer frisch gewaschenen Magd. Unter der offenen Stubentür aber stund, den offenen Kaffeesack noch in der Hand, eine schöne, etwas blasse Frau und sagte: »Du Hebamme, röste mir den Kaffee heute nicht so schwarz. Sie könnten sonst meinen, ich hätte das Pulver sparen mögen. Des Patenfrau ist gar grausam misstreu und legt einem alles zu Ungunsten aus. Es kömmt heute auf ein Halbpfund mehr oder weniger nicht an. Vergiss auch ja nicht, das Wein warm zu rechter Zeit bereitzuhalten. Der Großvater würde meinen, es wäre nicht Kindestaufe, wenn man den Gevatterleuten nicht ein Wein warm aufstellen würde, ehe sie zur Kirche gehen. Spare nichts daran, hörst du? Dort in der Schüssel auf der Kachelbank ist Safran und Zimt. Der Zucker ist hier auf dem Tische. Nimm Wein, dass es dich dünkt. Es sei wenigstens halb so viel. An einer Kindstaufe braucht man nie Kummer zu haben, dass ich die Sache nicht brauche.« Man hört, es soll heute die Kindtaufe gehalten werden im Hause. Und die Hebamme versieht das Amt der Köchin ebenso geschickt als früher das Amt der Wehmutter. Aber sputen muss sie sich, wenn sie zu rechter Zeit fertig und am einfachen Herde alles kochen soll, was die Sitte erfordert. Aus dem Keller kam mit einem mächtigen Stück Käse in der Hand ein stämmiger Mann, nahm von der blanken Kachelbank den erstbesten Teller, legte den Käse darauf und wollte ihn in die Stube auf den Tisch tragen, von braunem Nussbaumholz. »Aber Benz, aber Benz«, rief die schöne blasse Frau, »wie würden Sie lachen, wenn wir keinen besseren Teller hätten an der Kindstaufe?« Und zum glänzenden Schrank aus Kirschbaumholz, Buffard genannt, ging sie, wo hinter Glasfenstern des Hauses Zierden prangten. Dort nahm sie einen schönen Teller, blau gerändert, in der Mitte einen großen Blumenstrauß, der umgeben war von sinnigen Sprüchen, zum Beispiel: »O Mensch, fass in Gedanken, drei Batzen gilt das Pfund Anken. Gott gibt dem Menschen Gnad, ich aber wohn im Maat. In der Hölle, da ist es heiß, und der Hafner schafft mit Fleiß. Die Kuh, die frisst das Gras, der Mensch, der muss ins Grab.« Neben den Käse stellte sie die mächtigen Zöpfe, das eigentümliche Berner Backwerk, geflochten wie die Zöpfe der Weiber, schön braun und gelb, aus dem feinsten Mehl, Eiern und Butter gebacken, so groß wie ein einjähriges und fast ebenso schwer. Und oben und unten pflanzte sie noch zwei Teller. Hoch aufgetürmt lagen auf demselben die appetitlichen Küchlein, Halbküchlein auf dem einen, Eierküchlein auf dem anderen. Heiße, dicke Niedel stund in schön geblümten Hafen zugedeckt auf dem Ofen, und in der dreibeinigen glänzenden Kanne mit gelbem Deckel kochte der Kaffee. So harrte auf die erwarteten Gevatterleute ein Frühstück, wie es Fürsten selten haben, und keine Bauern auf der Welt als die Berner. Tausende von Engländern rennen durch die Schweiz, aber weder einem der abgejagten Lords noch einer der steifbeinigten Ladies ist je ein solches Frühstück geworden. »Wenn sie nur bald kämen, es wäre alles bereit«, seufzte die Hebamme. »Es geht jedenfalls eine gute Zeit, bis alles fertig ist und ein jedes seine Sache gehabt hat, und der Pfarrer ist grausam pünktlich und gibt scharfe Verweise, wenn man nicht da ist zu rechter Zeit.« »Der Großvater erlaubt auch nie, das Wägeli zu nehmen«, sagte die junge Frau. »Er hat den Glauben, dass ein Kind, welches man nicht zur Taufe trage, sondern führe, träge werde und sein Lebtag seine Beine nie recht brauchen werde. Wenn nur die Patin da wäre, die versäumt am längsten. Die Göttinnen machen es kürzer und können immerhin nachlaufen.« Die Angst nach den Gevatterleuten verbreitete sich durchs ganze Haus. »Kommen sie noch nicht«, hörte man allenthalben. In allen Ecken des Hauses schauten Gesichter nach ihnen aus, und der Türk bellte aus Leibeskräften, als ob er sie herbeirufen wollte. Die Großmutter aber sagte: »Ehemals ist das nicht so gewesen. Da wusste man, dass man an solchen Tagen zu rechter Zeit aufzustehen habe und der Herr niemanden warte.« Endlich stürzte der Bub in die Küche mit der Nachricht, die Patin komme. Sie kam, schweißbedeckt und beladen wie das Neujahrkindlein. In der einen Hand hatte sie die schwarzen Schnüre eines großen blumenreichen Wartsäckleins, in welchem, in ein feinweißes Handtuch gewickelt, eine große Zipfel stach, ein Geschenk für die Kindbetterin. In der anderen Hand trug sie ein zweites Säcklein, und in demselben war eine Kleidung für das Kind, nebst etwelchen Stücken zu eigenem Gebrauch, namentlich schöne weiße Strümpfe. Und unter dem einen Arme hatte sie noch eine Drucke mit dem Kränzchen und der spitzen Kappe mit den prächtigen schwarzseidenen Haarschnüren.
Freudig tönten ihr die in Gott Willkommenen entgegen von allen Seiten, und kaum hatte sie Zeit, von ihren Bürden eine abzustellen, um den entgegenstreckenden Händen freundlich zu begegnen. Von allen Seiten streckten sich dienstbare Hände nach ihren Lasten, und unter der Tür stand die junge Frau. Und da ging ein neues Grüßen an, bis die Hebamme in die Stube mahnte, sie könnte ja drin einander sagen, was der Brauch sei. Und mit handlichen Manieren setzte die Hebamme die Patin hinter den Tisch, und die junge Frau kam mit dem Kaffee, wie sehr auch die Patin sich weigerte und vorgab, sie hätte schon gehabt. Des Vaters Schwester täte es nicht, dass sie ungesessen und aus dem Hause ginge, das schade jungen Mädchen gar übel, sagte sie. Aber sie sei schon alt, und die Jungfrauen möchten auch nicht zur rechten Zeit auf, deswegen sei sie so spät. Wenn es an ihr allein gelegen hätte, sie wäre längstens da. In den Kaffee wurde die dicke Nidel gegossen, und wie sehr die Gotte sich wehrte und sagte, sie liebe es gar nicht, warf jedoch die Frau ein Stück Zucker in denselben. Lange wollte es die Patin, namentlich die Gotte, nicht zulassen, dass ihretwegen die Zöpfe angehauen wurden, indessen musste sie sich ein tüchtiges Stück vorlegen lassen und essen. Käse wollte sie lange nicht mehr, es hätte dessen gar nicht nötig, sagte sie. Sie werde meinen, es sei nur halbmagern, und deshalb schätze sie ihn nicht, sagte die Frau, und die Gotte musste sich ergeben. Aber Küchli wollte sie durchaus nicht, die wüsste sie gar nicht, wohin tun, sagte sie. Sie glaube nur, sie sei nicht sauber und werde an bessere gewöhnt sein, erhielt sie endlich zur Antwort. Was sollte sie anders machen als Küchli essen? Während dem Nötigen aller Art hatte sie abgemessen, in kleinen Stücken das erste Kacheli ausgetrunken, und nun erhob sich ein eigentlicher Streit. Die Gotte kehrte das Kacheli um, wollte gar keinen Platz mehr haben für fernere Guttaten und sagte, man solle sie doch in Ruhe lassen, sonst müsste sie sich noch verschwören. Da sagte die Frau, es sei ihr doch so leid, dass sie ihn so schlecht finde. Sie hätte doch der Hebamme dringlichst befohlen, ihn so gut als möglich zu machen. Sie vermöchte sich dessen wahrhaftig nichts, dass er so schlecht sei, dass ihn niemand trinken möge. Und an der Nidel sollte es doch auch nicht fehlen. Sie hätte dieselbe abgenommen, wie es sonst nicht alle Tage im Brauch hätte. Was sollte die arme Gotte anders machen, als noch ein Kacheli sich einschenken lassen? Ungeduldig war schon lange die Hebamme herumgetrippelt, und endlich bändigte sie das Wort nicht länger, sondern sagte, »Wenn ich dir etwas helfen kann, so sag es nur, ich habe wohl Zeit dazu.« »He, pressiere doch nicht«, sagte die Frau. Die arme Gotte aber, die rauchte wie ein Dampfkessel, verstand den Wink, versorgte den heißen Kaffee so schnell als möglich und sagte zwischen den Absätzen, zu denen der glühende Trank sie zwang, »Ich werde schon lange zu weg, wenn ich nicht mehr hätte nehmen können, als ich hinunterbringen kann, aber ich komme jetzt.« Sie stand auf, packte das Säcklein aus, übergab Zöpfe, Kleidung einbund, ein blanker Neutaler, eingewickelt in den schön gemeinten Taufspruch, und machte Entschuldigung, dass alles nicht besser sei. Darein aber redete die Hausmutter mit manchem Ausruf, wie das keine Art und Gattung hätte, sich so zu verköstigen, wenn man es fast nicht so nehmen dürfte, und wenn man das gewusst hätte, so hätte man sie gar nicht ansprechen dürfen. Nun ging auch das Mädchen an sein Werk, verbeiständet von der Hebamme und der Hausfrau, und wendete das Möglichste an, eine schöne Gotte zu sein, von Schuh und Strumpf an bis hinauf zum Kränzen auf der kostbaren Spitzenkappe. Die Sache ging umständlich zu, trotz der Ungeduld der Hebamme, und immer war der Gotte die Sache nicht gut genug und bald dies, bald das nicht am rechten Ort. Da kam die Großmutter herein und sagte, »Ich muss doch auch kommen und sehen, wie schön unsere Gotte sei.« Nebenbei ließ sie fallen, dass er schon das zweite Zeichen geläutet habe und beide Göttinnen draußen in der äußeren Stube seien. Draußen saßen allerdings die zwei männlichen Paten, ein alter und ein junger, den neumodischen Kaffee, den sie alle Tage haben konnten, verschmähend, hinter dem dampfenden Wein warm, dieser altertümlichen, aber guten Bernersuppe, bestehend aus Wein, geröstetem Brot, Eiern, Zucker, Zimt und Safran, diesem ebenso altertümlichen Gewürze, das an einem Kindestaufschmaus in der Suppe im Voressen im süßen Tee vorkommen muss. Sie ließen es sich wohl schmecken, und der alte Götti, den man Vetter nannte, hatte allerlei Späße mit dem Kindbettmann und sagte ihm, dass sie ihm heute nicht schonen wollten, und dem Wein warm an, gönne er es ihnen, daran sei nicht gespart. Man merke, dass er seinen zwölfmäßigen Sack letzten Dienstag dem Boten mit nach Bern gegeben, um ihm Safran zu bringen. Als
sie nicht wussten, was der Vetter damit meinte, sagte er, letzthin habe sein Nachbar Kind Betty haben müssen. Da habe er dem Boten einen großen Sack mitgegeben und 6 Kreuzer mit dem Auftrage, er solle ihn doch in diesem Sacke für 6 Kreuzer von dem gelben Pulver bringen, ein Mäß oder anderthalbens, von dem man einen Kindstaufen in allem haben müsse. Seine Weiber wollten es einmal so haben. Da kam die Gotte hinein wie eine junge Morgensonne und wurde von den Mitgevattern Gottwilchen geheißen und zum Tische gezogen. Und ein großer Teller voll Wein warm vor sie gestellt, und den sollte sie essen. Sie hätte wohl noch Zeit, während man das Kind zurechtmachte. Das arme Kind wehrte sich mit Händen und Füßen, behauptete, es hätte gegessen für manchen Tag, es könnte nicht mehr schnaufen. Aber da half alles nichts. Alt und jung war mit Spott und Ernst hinter ihm, bis es zum Löffel griff und seltsam, ein Löffel nach dem anderen fand noch sein Plätzchen. Doch da kam schon wieder die Hebamme mit dem schön eingewickelten Kinde, zog ihm das gestickte Käppchen an mit dem rosenroten Seidenbande, legte dasselbe in das schöne Duckbettlein, streckte ihm das süße Lulli ins Mäulchen und sagte, sie begehre niemand zu versäumen und hätte gedacht, sie wolle alles zurechtmachen. Man könne dann immer gehen, wenn man wolle. Man umstand das Kind und rühmte es wie billig, und es war auch ein wunderappetitlich Bübchen. Die Mutter freute sich des Lobes und sagte, ich wäre auch so gern mit zur Kirche gekommen und hätte es Gott empfehlen helfen, und wenn man selbst dabei ist, wenn das Kind getauft wird, so sinnet man umso besser daran, was man versprochen hat. Zudem ist es mir so unbequem, wenn ich noch eine ganze Woche lang nicht von der Dachtraufe darf, jetzt wo man alle Hände voll zu tun hat mit dem Anpflanzen. Aber die Großmutter sagte, so weit sei sie doch noch nicht, dass ihre Sohnsfrau wie eine arme Frau in den ersten 8 Tagen ihren Kirchgang tun müsse. Und die Hebamme setzte hinzu, sie hätte es gar nicht gerne, wenn junge Weiber mit den Kindern zur Kirche gingen. Sie hätten immer Angst, es gehe daheim etwas Krummes, hätten doch nicht die rechte Andacht in der Kirche und auf dem Heimweg possierten sie zu stark, damit gar nichts versäumt werde, erhitzten sich und gar manche sei übel krank geworden und gar gestorben. Da nahm die Gotte das Kind im Duckbette auf die Arme, die Hebamme legte das schöne weiße Tauftuch mit dem schwarzen Quasten in den Ecken über das Kind, sorgfältig den schönen Blumenstrauß an der Gotte Brust schonend und sagte, »So geht es jetzt in Gottes heiligen Namen!« Und die Großmutter legte die Hände ineinander und betete still einen inbrünstigen Segen. Die Mutter aber ging mit dem Zuge hinaus bis unter die Tür und sagte, mein Bübli, jetzt sehe ich dich 3 ganze Stunden nicht. Wie halte ich das aus?« Und alsobald schoss es ihr in die Augen. Rasch fuhr sie mit dem Fürtuch darüber und ging ins Haus. Rasch schritt die Gotte die Halde hinab, den Kirchweg entlang, auf ihren starken Arm das muntere Kind. Hintendrein die 2 Göttinnen, Vater und Großvater, deren keinem in Sinn kam, die Gotte ihre Last zu entledigen, obgleich der jüngere Götti in einem stattlichen Main auf dem Hute das Zeichen der Ledigkeit trug und in seinem Auge etwas wie großes Wohlgefallen an der Gotte, freilich alles hinter der Blende großer Gelassenheit verborgen. Der Großvater berichtete, welch schrecklich Wetter es gewesen sei, als man ihn zur Kirche getragen, vor Hagel und Blitz hätte die Kirchgänger kaum geglaubt, mit dem Leben davonzukommen. Hinterher hätten die Leute ihm allerlei geweissagt, dieses Wetters wegen. Die einen einen schrecklichen Tod, die anderen großes Glück im Kriege. Nun sei es ihm gegangen in aller Stille wie den anderen auch. Und im 75. Jahr werde er weder früh sterben noch großes Glück im Kriege machen. Mehr als halben Weges waren sie gegangen, als ihnen die Jungfrau nachgesprungen kam, welche das Kind nach Hause zu tragen hatte, sobald es getauft war, während Eltern und Gevatterleute nach alter schöner Sitte noch der Predigt beiwohnten. Die Jungfrau hatte auch anwenden wollen nach Kräften, um auch schön zu sein. Ob dieser handlichen Arbeit hätte sie sich verspätet und wollte jetzt der Gotte das Kind abnehmen. Aber diese ließ es nicht, wie man ihr auch zuredete. Das war eine gar zu gute Gelegenheit, dem schönen, ledigen Götti zu zeigen, wie stark ihre Arme seien und wie viel sie erleiden möchten. Starke Arme an einer Frau sind einem rechten Bauer viel anständiger als zarte, also so liederliche Stäbchen, die jeder Bissluft, wenn es ernstig will, auseinanderwehen kann. Starke Arme an einer Mutter sind schon vielen Kindern zum Heil gewesen, wenn der Vater starb. Und die Mutter die Rute allein führen, allein den Haushaltungswagen aus allen Löchern heben musste, in die er geraten wollte.
Aber auf einmal ist's, als ob jemand die starke Gotte an den Zöpfen halte oder sie von den Kopf schlage. Sie prallt ordentlich zurück, gibt der Jungfrau das Kind, bleibt dann zurück und stellt sich, als ob sie mit dem Strumpfband zu tun hätte. Dann kömmt sie nach, gesellt sich den Männern bei, mischt sich in die Gespräche, will den Großvater unterbrechen, ihn bald mit diesem, bald mit jenem ablenken von dem Gegenstand, den er gefasst hat. Der aber hält, wie alte Leute meist gewohnt sind, seinen Gegenstand fest und knüpft unverdrossen den abgerissenen Faden immer neu wieder an. Nun macht sie sich an des Kindes Vater und versucht diesen durch allerlei Fragen zu Privatgesprächen zu verführen. Allein der ist einsilbig und lässt den angesponnenen Faden immer wieder fallen. Vielleicht hat er seine eigenen Gedanken, wie jeder Vater sie haben sollte, wenn man ihm ein Kind zur Taufe trägt, und namentlich das erste Bübchen. Je näher man der Kirche kam, desto mehr Leute schlossen dem Zuge sich an. Die einen warteten schon mit den Psalmbüchern in der Hand am Wege, andere sprangen eiliger die engen Fußwege hinunter, und einer großen Prozession ähnlich rückten sie ins Dorf. Zunächst der Kirche stand das Wirtshaus, die so oft in naher Beziehung stehen und Freud und Leid miteinander teilen, und zwar in allen Ehren. Dort stellte man ab, machte das Bübchen trocken, und der Kind Bettelmann stellte eine Maß, wie sie auch alle einredeten, er solle das doch nicht machen, sie hätten ja erst gehabt, was das Herz verlangt, und möchten weder Dickes noch Dünnes. Indessen, als der Wein einmal da war, tranken doch alle, vornehmlich die Jungfrau. Die wird gedacht haben, sie müsse Wein trinken, wenn jemand ihr Wein geben wolle, und das geschehe durch ein langes Jahr durch nicht manchmal. Nur die Gotte war zu keinem Tropfen zu bewegen, trotz allem Zureden, das kein Ende nehmen wollte, bis die Wirtin sagte, man solle doch nachlassen mit Nötigen, das Mädchen werde ja zusehends blässer und Hofmannstropfen täten ihm Nöte als Wein. Aber die Gotte wollte deren auch nicht, wollte kaum ein Glas bloßes Wasser, musste sich endlich einige Tropfen aus einem Riechfläschchen aufs Nastuch schütten lassen, zog unschuldigerweise manchen verdächtigen Blick sich zu und konnte sich nicht rechtfertigen, konnte sich nicht helfen lassen. An grässlicher Angst litt die Gotte und durfte sich nicht merken lassen. Es hatte ihr niemand gesagt, welchen Namen das Kind erhalten solle, und den die Gotte nach alter Übung dem Pfarrer, wenn sie ihm das Kind übergibt, einzuflüstern hat, der derselbe die eingeschriebenen Namen, wenn viele Kinder zu taufen sind, leicht verwechseln kann. Im Hast, ob den vielen zu besorgenden Dingen und der Angst, zu spät zu kommen, hatte man die Mitteilung dieses Namens vergessen. Und nach diesem Namen zu fragen, hatte ihr ihres Vaters Schwester, die Base, ein für allemal streng verboten, wenn sie ein Kind nicht unglücklich machen wolle. Denn sobald eine Gotte nach des Kindes Namen frage, so werde dieses zeitlebens neugierig. Diesen Namen wusste sie also nicht, durfte nicht danach fragen, und wenn ihn der Pfarrer auch vergessen hatte und laut und öffentlich danach fragte oder im Verschuss den Buben Mädeli oder Bäbeli taufte, wie würden da die Leute lachen? Und welche Schande wäre dies ihr Leben lang? Es kam ihr immer schrecklicher vor, dem starken Mädchen zitterten die Beine wie Bohnenstauden im Wind, und vom blassen Gesichte rann ihm der Schweißbachweiße. Jetzt mahnte die Wirtin zum Aufbrechen, wenn sie vom Pfarrer nicht wollten angerebelt werden, aber zur Gotte sagte sie, »Du, Meitschi, stehst das nicht aus, du bist ja weiß wie ein frisch gewaschenes Hemd.« »Das sei vom Laufen«, meinte sie, »es werde ihr wieder bessern, wenn sie an die frische Luft komme.« Aber es wollte ihr nicht bessern, ganz schwarz schien ihr alle Leute in der Kirche. Und nun fing noch das Kind an zu schreien, mörderlich und immer mörderlicher. Die arme Gotte begann es zu wiegen in ihren Armen, heftiger und immer heftiger, je lauter es schrie, dass Blätter stoben von ihren Maien an der Brust. Auf dieser Brust ward es ihr enger und schwerer, laut hörte man ihr Atem fassen. Je höher ihre Brust sich hob, umso höher flog das Kind in ihren Arm, und je höher es flog, umso lauter schrie es, und je lauter es schrie, umso gewaltiger las der Pfarrer die Gebete. Die Stimmen prasselten ordentlich an den Wänden, und die Gotte wusste nicht mehr, wo sie war. Es sauste und brauste um sie wie Meereswogen, und die Kirche tanzte mit ihr in der Luft herum. Endlich sagte der Pfarrer Amen, und jetzt war der schreckliche Augenblick da. Jetzt sollte es sich entscheiden, ob sie zum Spott werden sollte für Kind und Kindeskinder. Jetzt musste sie das Tuch abheben, das Kind dem Pfarrer geben, den Namen ihm ins rechte Ohr flüstern.
Sie legte es ab, aber zitternd und bebend reichte das Kind dar, und der Pfarrer nahm es, sah es nicht an, frug sie nicht mit scharfem Auge, tauchte das Kind ins Wasser, netzte des plötzlich schweigenden Kindes Stirne und taufte kein Mädeli, kein Bäbeli, sondern einen Hans Uli. Einen ehrlichen, wirklichen Hans Uli. Da war es der Gott, als ob nicht nur sämtliche Emmentaler Berge ab dem Herzen fielen, sondern Sonne, Mond und Sterne. Und aus einem feurigen Ofen sie jemand trage in ein kühles Bad. Aber die ganze Predigt durchbebten ihr die Glieder und wollten nicht wieder stille werden. Der Pfarrer predigte recht schön und eindringlich, wie eigentlich das Leben der Menschen nichts anderes sein solle als eine Himmelfahrt. Aber zu Recht der Andacht brachte es die Gotte nicht. Und als man aus der Predigt kam, hatte sie schon den Text vergessen. Sie mochte gar nicht warten, bis sie ihre geheime Angst offenbaren konnte und den Grund ihres blassen Gesichtes. Viel Lachens gab es, und manchen Witz musste sie hören über die Neugierde und wie sich die Weiber dafür fürchteten und sie doch allen ihren Mädchen anhängten, während sie den Buben nichts täte. Da hätte sie nur getrost fragen können. Schöne Haberacker, niedliche Flachsplätze, herrliches Gedeihen auf Wiese und Acker zogen aber bald die Aufmerksamkeit auf sich und fesselten die Gemüter. Sie fanden manchen Grund, langsam zu gehen, stille zu stehen, und doch hatte die schöne steigende Maiensonne allen warm gemacht, als sie heimkam, und ein Glas kühlen Weins tat jedermann wohl, wie sehr man sich auch dagegen sträubte. Dann setzte man sich vor das Haus, während in der Küche die Hände emsig sich rührten, das Feuer gewaltig prasselte. Die Hebamme glühte wie einer der drei aus dem feurigen Ofen. Schon vor 11 rief man zum Essen, aber nur die Diensten speisten sie vorweg, und zwar reichlich. Aber man war doch froh, wenn sie, die Knechte namentlich, einem aus dem Weg kam. Etwas langsam floss den vor dem Hause Sitzenden das Gespräch, doch versiegte es nicht. Vor dem Essen stören die Gedanken des Magens die Gedanken der Seele, indessen lässt man nicht gerne diesen inneren Zustand innewerden, sondern bemäntelt ihn mit langsamen Worten über gleichgültige Gegenstände. Schon stand die Sonne über Mittag, als die Hebamme mit flammendem Gesicht, aber immer noch blanker Schürze unter der Tür erschien und die allen willkommene Nachricht brachte, dass man essen könne, wenn alle da wären. Aber die meisten der Geladenen fehlten noch. Und die schon früher nach ihnen gesandten Boten brachten, wie die Knechte im Evangelium, allerlei Bescheid, mit dem Unterschied jedoch, dass eigentlich alle kommen wollten, nur jetzt noch nicht. Der eine hatte Werkleute, der andere Leute bestellt, und der dritte musste noch wohin, aber warten solle man nicht auf sie, sondern nur fürfahren in der Sache. Rätig war man bald, dieser Mahnung zu folgen, denn wenn man allen warten müsste, sagte man, so könne das gehen, bis der Mond käme. Nebenbei freilich brummte die Hebamme, es sei doch nichts Dümmeres als ein solches warten lassen. Im Herzen wäre doch jeder gerne da, und zwar je eher, je lieber. Aber es solle es niemand merken. So müsse man die Mühe haben, alles wieder an die Wärme zu stellen, wisse nie, ob man genug habe und werde nie fertig. Aber war schon der Rat wegen den Abwesenden schnell gefasst, so war man doch mit den Anwesenden noch nicht fertig. Hatte bedenkliche Mühe, sie in die Stube, sie zum Sitzen zu bringen, denn keiner wollte der Erste sein, bei diesem nicht, bei jenem nicht. Als endlich alle saßen, kam die Suppe auf den Tisch. Eine schöne Fleischsuppe, mit Safran gefärbt und gewürzt mit dem schönen weißen Brot, das die Großmutter eingeschnitten, so dick gesättigt, dass von der Brühe wenig sichtbar war. Nun entblößten sich alle Häupter, die Hände falteten sich, und lange und feierlich betete jedes für sich zu dem Gebet jeder guten Gabe. Dann erst griff man langsam zum blechernen Löffel, wischte denselben an schönen feinen Tischtuch aus und ließ sich an die Suppe. Und mancher Wunsch wurde laut, wenn man alle Tage eine solche hätte, so begehrte man nichts anderes. Als man mit der Suppe fertig war, wischte man die Löffel am Tischtuch wieder aus. Die Zöpfe wurden herumgeboten, jeder schnitt sich sein Stück ab und sah zu, wie die Voressen an Safranbrühe aufgetragen wurden, Voressen von Hirn, von Schaffleisch, saurer Leber. Als die erledigt waren in bedächtigem Zugreifen, kamen Schüsseln hoch aufgeschichtet das Rindfleisch, grünes und dürres, jedem nach Belieben, kam dürre Bohnen und Kannenbirnschnitze, breiter Speck dazu und prächtige Rückenstücke von 3-zentnerigen Schweinen, so schön rot und weiß und saftig.
Das folgte sich langsam alles, und wenn ein neuer Gast kam, so wurde von der Suppe her alles wieder aufgetragen, und jeder musste da anfangen, wo die anderen auch. Keinem wurde ein einziges Gericht geschenkt. Zwischendurch schenkte Benz, der Kindbettmann, aus den schönen weißen Flaschen, welche eine Maß enthielten und mit Wappen und Sprüchen recht geziert waren, fleißig ein. Wohin seine Arme nicht reichen mochten, trug er anderen das Schenkamt auf, nötigte ernstlich zum Trinken, mahnte sehr oft, »Mache doch aus, er ist dafür da, dass man ihn trinkt!« Und wenn die Hebamme eine Schüssel hineintrug, so brachte er ihr sein Glas, und andere brachten die ihren ihr auch, so dass, wenn sie allemal gehörig hätte Bescheid tun wollen, es in der Küche wunderlich hätte gehen können. Der jüngere Götti musste manche Spottrede hören, dass er die Gotte nicht besser zum Trinken zu halten wisse. Wenn er das Gesundheitsmachen nicht besser verstehe, so kriege er keine Frau. »Oh, Hans Uli werde keine begehren«, sagte endlich die Gotte. »Die ledigen Burschen hätten heutzutage ganz andere Sachen im Kopf als das Heiraten, und die meisten vermöchten es nicht einmal mehr.« »He«, sagte Hans Uli, »das dünke ihn nichts anders. Solche Schlerpi, wie heutzutage die meisten Mädchen seien, geben gar teure Frauen. Die meisten meinten ja, um eine brave Frau zu werden, hätte man nicht nötig als ein blauseidenes Tüchlein um den Kopf, Henschli im Sommer und gestickte Pantöffeli im Winter. Wenn einem die Kühe fehlten im Stalle, so sei man freilich übel geschlagen, aber man könne doch ändern. Wenn man aber eine Frau habe, die einem um Haus und Hof bringe, so sei es austobacket, die müsse man behalten. Es sei einem daher nützlicher, man sinne anderen Sachen nach als dem Heiraten und lasse Mädchen Mädchen sein. »Ja, ja, du hast ganz recht«, sagte der ältere Götti, ein kleines, unscheinbares Männchen in geringen Kleidern, den man aber sehr in Ehren hielt und ihm Vetter sagte, denn er hatte keine Kinder, wohl aber einen bezahlten Hof und 100.000 Schweizer Franken am Zins. »Ja, du hast recht«, sagte der, »mit dem Weibervolk ist gar nichts mehr. Ich will sagen, dass nicht hier und da noch eine ist, die einem Hause wohl ansteht, aber die sind dünn gesät. Sie haben nur Narrenwerk und Hoffart im Kopf, ziehen sich an wie Pfauen, ziehen auf wie stumme Störche, und wenn einem einen halben Tag arbeiten soll, so hat sie 3 Tage lang Kopfweh und liegt 4 Tage im Bett, ehe sie wieder bei ihr selber ist. Als ich um meine Alte buhlte, das war es nur anders, da musste man noch nicht so im Kummer sein. Man kriege statt einer braven Hausmutter nur ein Hausnarr oder gar ein Hausteufel.« »He, he, Götti Uli«, sagte die Gotte, die schon lange reden wollte, aber nicht dazu gekommen war. »Es würde ein meinen, es seien nur zu deinen Zeiten rechte Bauerntöchter gewesen. Du kennst sie nur nicht und achtest dich der Mädchen nicht mehr, wie es einem so alten Manne auch wohl ansteht. Aber es gibt sie noch immer so gut als zur Zeit, wo deine Alte noch jung gewesen ist. Ich will mich nicht rühmen, aber mein Vater hat schon manchmal gesagt, wenn ich so fortfahre, so tue ich noch die Mutter selig durch, und die ist doch eine berühmte Frau gewesen. So schwere Schweine wie voriges Jahr hat mein Vater noch nie auf den Markt geführt. Der Metzger hat ihm manchmal gesagt, er möchte das Meitschi sehen, welches sie gemästet habe. Aber über die heutigen Buben hat man zu klagen. Was um der lieben Welt ist dann mit diesen Tubacken im Wirtshaus sitzen, die weißen Hüte auf die Seite tragen und die Augen aufsperren wie Stadttore. Allen Kegelten, allen Schielten, alle schlechten Meitschinnen nachstreichen, das können sie. Aber wenn einer eine Kuh melken oder einen Acker fahren soll, so ist er fertig. Und wenn er ein Werkholz in die Finger nimmt, so tut er dumm wie ein Herr oder gar wie ein Schreiber. Ich habe schon manchmal hoch verredet, ich wolle keinen Mann oder ich wisse dann für gewiss, wie ich mit ihm fahren könne. Und wenn schon hier und da noch einer einen Bauer abgibt, so weiß man doch noch lange nicht, was für ein Mann er wird.« Da lachten die anderen gar sehr, trieben dem Mädchen das Blut ins Gesicht und das Gespött mit ihm. Wie lange es wohl meine, dass man einen auf die Probe nehmen müsse, bis man für gewiss wisse, was für ein Mann er werde. So unter Lachen und Scherz nahm man viel Fleisch zu sich, vergaß auch die Kannenbeerenschnitze nicht, bis endlich der ältere Götti sagte, es dünke ihn, man sollte einstweilen genug haben und etwas vom Tische weg, die Beine würden unter dem Tische ganz steif, und eine Pfeife schmecke nie besser, als wenn man zuvor Fleisch gegessen hätte. Dieser Rat erhielt allgemein Beifall, wie auch die Kindbetti-Leute einredeten, man solle doch nicht vom Tische weg. Wenn man manchmal davon sei, so bringe man die Menschen fast nicht mehr dazu. »Habe doch nicht Kummer, Base«, sagte der Vetter. »Wenn du etwas Gutes auf den Tisch stellst, so hast du mit geringster Mühe uns wieder dabei. Und wenn wir uns ein wenig strecken, so geht es umso handlicher wieder mit dem Essen.« Die Männer machten nun die Runde in den Ställen,
taten einen Blick auf die Bühne, ob noch das alte Heu vorhanden sei, rühmten das schöne Gras und schauten in die Bäume hinauf, wie groß der Segen wohl sein möge, der von ihnen zu hoffen sei. Unter einem der noch blühenden Bäume machte der Vetter Halt und sagte, da schicke es sich wohl, am besten abzusitzen und ein Pfeifchen anzustecken, es sei gut kühl da, und wenn die Weiber wieder etwas Gutes angerichtet hätten, so sei man nah bei der Hand. Bald gesellte sich die Gotte zu ihnen, die mit den anderen Weibern den Garten und die Pflanzenplätze besehen hatte. Der Gotte kam die anderen Weiber nach, und eine nach der anderen ließ sich nieder ins Gras, vorsichtig die schönen Kittel in Sicherheit bringend, dagegen ihre Unterröcke mit dem hellen roten Rand der Gefahr aussetzend, ein Andenken zu erhalten vom grünen Grase. Der Baum, um den die ganze Gesellschaft sich lagerte, stand oberhalb des Hauses am sanften Anfang der Halde. Zuerst fiel ins Auge das schöne neue Haus. Über dasselbe weg konnten die Blicke schweifen, an den jenseitigen Talesrand, über manchen schönen reichen Hof und weiterhin über grüne Hügel und dunkle Täler weg. »Du hast da ein stattliches Haus und alles ist gut angegeben«, sagte der Vetter. »Jetzt könnt ihr auch sein darin und habt Platz für alles. Ich konnte nie begreifen, wie man sich in einem so schlechten Hause so lange leiden kann, wenn man Geld und Holz genug zum Bauen hat, wie ihr zum Exempel.« »Fixier nicht, Vetter«, sagte der Großvater. »Es hat von beidem nichts zu rühmen. Dann ist das Bauen eine wüste Sache. Man weiß wohl, wie man anfängt, aber nie, wie man aufhört. Und manchmal ist einem noch dies im Wege oder das, an jedem Ort etwas anderes.« »Mir gefällt das Haus ganz ausnehmend wohl«, sagte eine der Frauen. »Wir sollten auch schon lange ein neues haben, aber wir scheuen immer die Kosten. Sobald mein Mann aber kommt, muss er dieses Recht besehen. Es dünkt mich, wenn wir so eins haben könnten, ich wäre im Himmel. Aber fragen möchte ich doch, nehmt es nicht für ungut, warum da gleich neben dem ersten Fenster der wüste schwarze Fensterposten ist. Der steht am ganzen Haus übel an.« Der Großvater machte ein bedenkliches Gesicht, zog noch härter an seiner Pfeife und sagte endlich, es hätte an Holz gefehlt beim Aufrichten. Kein anderes sei gleich bei der Hand gewesen, da habe man in Not und Eile einiges vom alten Haus genommen. »Aber«, sagte die Frau, »das schwarze Stück Holz war noch dazu kurz. Oben und unten ist es angesetzt und jeder Nachbar hätte euch von Herzen gern ein ganz neues Stück gegeben.« »Ja, wir haben es halt nicht besser gesinnt und durften unsere Nachbarn nicht immer von Neuen plagen. Sie hätten uns schon genug geholfen mit Holz und Fahren«, antwortete der Alte. »Hör, Eddie«, sagte der Vetter, »mache nicht Schneckentänze, sondern gib die Wahrheit an und aufrichtigen Bericht. Schon manches habe ich raunen hören über Punktum, das Ware nie vernehmen können. Jetzt schicke es sich wohl, bis die Weiber den Bratenzweck haben. Du würdest uns damit so kurze Zeit machen, darum gib aufrichtigen Bericht.« Noch manchen Schneckentanz machte der Großvater, ehe er sich dazu verstund. Aber der Vetter und die Weiber ließen nicht nach, bis er es endlich versprach. Jedoch unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass ihm dann lieber wäre, wer es er erzählte, bliebe unter ihnen und käme nicht weiter. So etwas scheuen gar viele Leute an einem Hause, und er möchte in seinen alten Tagen nicht gern seinen Leuten böses Spiel machen. »Allemal, wenn ich dieses Holz betrachte«, begann der ehrwürdige Alte, »so muss ich mich verwundern, wie das wohl zuging, dass aus dem fernen Morgenlande, wo das Menschengeschlecht entstanden sein soll, Menschen bis hierher kamen und diesen Winkel in diesem engen Graben fanden. Man muss denken, was die, welche bis hierher verschlagen oder gedrängt wurden, alles ausgestanden haben werden, und wer sie wohl mögen gewesen sein. Ich habe viel darüber nachgefragt, aber nichts erfahren können, als dass diese Gegend schon sehr früh bewohnt gewesen. Ja, Sumiswald, noch ehe unser Heiland auf der Welt war, eine Stadt gewesen sein soll. Aber aufgeschrieben steht das nirgends. Doch das weiß man, dass es schon mehr als 600 Jahre her ist, dass das Schloss steht, wo jetzt das Spital ist. Und wahrscheinlich um dieselbe Zeit stund hier auch schon ein Haus und gehörte samt einem großen Teil der Umgegend zu dem Schlosse. Musste dorthin Zehnten und Bodenzinse geben, Frondienste leisten. Ja, die Menschen waren leibeigen und nicht eigenen Rechtens, wie jetzt jeder ist, sobald er zu Jahren kommt. Gar ungleich hatten es damals die Menschen und nahe beieinander wohnten Leibeigene, welche die besten Händel hatten und solche, die schwer fast unerträglich gedrückt wurden, ihres Lebens nicht sicher waren.
Ihr Zustand hing jeweilen von ihrem Herrn ab. Die waren gar ungleich und doch fast unumschränkt Meister über ihre Leute. Und diese fanden keinen, dem sie so leichtlich und wirksam klagen konnten. Die, welche zu diesem Schlosse gehörten, sollten es schlimmer gehabt haben zu Zeiten als die meisten, welche zu anderen Schlössern gehörten. Die meisten anderen Schlösser gehörten einer Familie, kamen von dem Vater auf den Sohn, da kannte der Herr und seine Leute sich von Jugend auf und gar mancher war seinen Leuten wie ein Vater. Dieses Schloss kam nämlich früh in die Hände von Rittern, die man den Teutschen nannte, und der, welcher hier zu befehlen hatte, den nannte man den Komtur. Diese Oberen wechselten nun und bald war einer da aus dem Sachsenlande und bald einer aus dem Schwabenlande. Da kam keine Anhänglichkeit auf und ein jeder brachte Brauch und Art mit aus seinem Lande. Nun sollten sie eigentlich in Polen und in Preußenlande mit den Heiden streiten und dort, obgleich sie eigentlich geistliche Ritter waren, gewöhnten sie sich fest an ein heidnisches Leben und gingen mit anderen Menschen um, als ob kein Gott im Himmel wäre. Und wenn sie dann heimkamen, so meinten sie noch immer, sie seien im Heidenland und trieben das gleiche Leben fort. Denn die, welche lieber im Schatten lustig lebten, als im Wüstenlande blutig stritten, oder die, welche ihre Wunden heilen, ihren Leib stärken mussten, kamen auf die Güter, welche der Orden, so soll man Gesellschaft der Ritter genannt haben, in Deutschland und in der Schweiz besaßen, und taten jeder nach seiner Art und was ihm wohl gefiel. Einer der wüstesten soll der Hans von Stoffeln gewesen sein aus dem Schwabenlande, und unter ihm soll es sich zugetragen haben, was ihr von mir wissen wollt und was es sich bei dem Vater auf den Sohn vererbt hat. Diesem Hans von Stoffeln fiel es bei, dort hinten auf dem Bärhegenhubel ein großes Schloss zu bauen. Dort, wo man noch jetzt, wenn es Weltwetter geben will, die Schlossgeister ihre Schätze sonnen sieht, stand das Schloss. Sonst bauten die Ritter ihre Schlösser über den Straßen, wie man jetzt die Wirtshäuser an die Straßen baut, beides, um die Leute besser plündern zu können, auf verschiedene Weise freilich. Warum aber der Ritter dort auf dem wilden Wüstenhubel in der Einöde ein Schloss haben wollte, wissen wir nicht. Genug, er wollte es, und die Bauern, welche zum Schlosse gehörten, mussten es bauen. Der Ritter fragte nach keinem von der Jahreszeit gebotenen Werk, nicht nach dem Heuet, nicht nach der Ernte, nicht nach dem Säet. So und so viel Züge mussten fahren, so und so viel Hände mussten arbeiten, zu der und der Zeit sollte der letzte Ziegel gedeckt und der letzte Nagel geschlagen sein. Dazu schenkte er keine Zehntgabe, kein Mäß Bodenzins, kein Fastnachttun, ja nicht einmal ein Fastnachtei. Barmherzigkeit kannte er keiner, die Bedürfnisse armer Leute kannte er nicht. Er ermunterte sie auf heidnische Weise, mit Schlägen und Schimpfen. Und wenn einer müde wurde, langsamer sich rührt oder gar ruhen wollte, so war der Vogt hinter ihm mit der Peitsche. Und weder Alter noch Schwachheit ward verschont. Wenn die wilden Ritter oben waren, so hatten sie ihre Freude daran, wenn die Peitsche recht knallte, und sonst trieben sie noch manchen Schabernack mit den Arbeitern. Wenn sie ihre Arbeit mutwillig verdoppeln konnten, so sparten sie es nicht und hatten eine große Freude an ihrer Angst, an ihrem Schweiß. Endlich war das Schloss fertig, 5 Ellen dick die Mauern, niemand wusste, warum es da oben stand, aber die Bauern waren froh, dass es einmal stand, wenn es doch stehen musste. Der letzte Nagel geschlagen, der letzte Ziegel oben war. Sie wischten sich den Schweiß von den Stirnen, sahen mit betrübten Herzen sich um in ihrem Besitztum, sahen seufzend, wie weit der unselige Bau sie zurückgebracht. Aber war doch ein langer Sommer vor ihnen und Gott über ihnen, darum fassten sie Mut und kräftig den Pflug und trösteten Weib und Kind, die schweren Hunger gelitten und denen Arbeit eine neue Pein schien. Aber kaum hatten sie den Pflug ins Feld geführt, so kam Botschaft, dass alle Hofbauern eines Abends zur bestimmten Stunde im Schlosse zu Sumeswald sich einfinden sollten. Sie bangten und hofften. Freilich hatten sie von den gegenwärtigen Bewohnern des Schlosses noch nichts Gutes genossen, sondern lauter Mutwillen und Härte. Aber es dünkte sie billig, dass die Herren ihnen etwas täten für den unerhörten Frondienst. Und weil es sie so dünkte, so meinten viele, es dünke die Herren auch so, und sie werden am selben Abend ihnen ein Geschenk machen oder einen Nachlass verkünden wollen. Sie fanden sich am bestimmten Abend zeitig und mit klopfendem Herzen ein, mussten aber lange warten im Schlosshof vor den Knechten zum Gespött.
Die Knechte waren auch im Heidelande gewesen. Zudem wird es gewesen sein, wie jetzt, wo jedes halbatzige Herrenknechtlein das Recht zu haben meint, gesessene Bauern verachten zu können und verhöhnen zu dürfen. Endlich wurden sie in den Rittersaal entboten. Vor ihnen öffnete sich die schwere Tür, drin saß um den schweren Eichentisch die schwarzbraunen Ritter, wilde Hunde zu ihren Füßen und oben an der von Stoffeln ein wilder, mächtiger Mann, der einen Kopf hatte wie ein doppelt Bärmäß, Augen machte wie Pflugsräder und einen Bart hatte wie eine alte Löwenmähne. Keiner ging gerne zuerst hin und einer stieß den anderen voran. Da lachten die Ritter, dass der Wein über die Humpen spritzte, und wütend stürzten die Hunde vor, denn wenn diese zitternd zagende Glieder sehen, so meinen sie, dieselben gehören einem zu jagenden Wilder. Den Bauern aber ward nicht gut zumute. Es dünkte sie, wenn sie nur wieder daheim wären, und einer dünkte sich hinter den anderen. Als endlich Hunde und Ritter schwiegen, erhob der von Staffeln seine Stimme, und sie tönte wie aus einer hundertjährigen Eiche. »Mein Schloss ist fertig, doch noch eines fehlt. Der Sommer kömmt und droben ist kein Schattengang. In Zeit eines Monats sollte mir ein Pflanzen, sollt 100 ausgewachsene Buchen nehmen aus dem Münneberg mit Ästen und Wurzeln und sollte mir Pflanzen auf Bär hegen. Und wenn eine einzige Buche fehlt, so büßt ihr mir es mit Gut und Blut. Drunten steht Trunk und Imbiss, aber morgen soll die erste Buche auf Bär hegen stehen.« Als von Trunk und Imbiss einer hörte, meinte er, der Ritter sei gnädig und gut gelaunt und begann zu reden von ihrer notwendigen Arbeit und dem Hunger von Weib und Kind und vom Winter, wo die Sache besser zu machen wäre. Da begann der Zorn des Ritters Kopf größer und größer zu schwellen und seine Stimme brach los wie der Donner aus einer Fluh und er sagte ihnen, wenn er gnädig sei, so seien sie übermütig. Wenn im Polenlande einer das nackte Leben habe, so küsse er ihm die Füße, hier hätten sie Kind und Rind, Dach und Fach und doch nicht satt. Aber gehorsamer und genügsamer mache ich es euch, so wahr ich Hans von Stoffeln bin. Und wenn in Monatsfrist die 100 Buchen nicht umstehen, so lasse ich euch peitschen, bis kein Finger lang mehr ganz an euch ist. Und Weiber und Kinder werfe ich den Hunden vor. Da wagte keiner mehr eine Einrede, aber auch keiner begehrte von dem Trunk und Imbiss. Sie drängten sich, als der zornige Befehl gegeben war, zur Tür hinaus. Und jeder wäre gern der Erste gewesen. Und weithin folgten ihnen des Ritters donnernde Stimme nach, der anderen Ritter Gelächter, der Knechte Spott, der Rüden Geheul. Als der Weg sich beugte, vom Schlosse sie nicht mehr konnten gesehen werden, setzten sie sich an des Weges Rand und weinten bitterlich. Keiner hatte einen Trost für den anderen und keiner hatte den Mut zu rechten Zorn, denn Not und Plage hatten den Mut ihnen ausgelöscht, so dass sie keine Kraft mehr zum Zorne hatten, sondern nur noch zum Jammer. Über 3 Stunden weit sollten sie durch die wilde Wege die Buchen führen, mit Ästen und Wurzeln den steilen Berg hinauf, und neben diesem Berge wuchsen viele und schöne Buchen, und die meisten mussten sie stehen lassen. In Monatsfrist sollte das Werk geschehen sein. 2 Tage 3, den 3. 4 Bäume sollten sie schleppen durchs lange Tal, den steilen Berg auf, mit ihren ermatteten Vieh. Und über all dieses war es der Maimond, wo der Bauer sich rühren muss um seinen Acker. Fast Tag und Nacht ihn nicht verlassen darf, wenn er Brot will und Speise für den Winter. Wie sie da so ratlos weinten, keiner den anderen ansehen, in den Jammer des anderen sehen durfte, weil der seinige schon über ihm zusammenschlug und keiner heim durfte mit der Botschaft, keiner den Jammer heimtragen mochte zu Weib und Kind, stund plötzlich vor ihnen, sie wussten nicht woher, lang und dürre, ein grüner Jägersmann. Auf dem kecken Barett schwankte eine rote Feder, im schwarzen Gesichte flammte ein rotes Bärtchen und zwischen der gebogenen Nase und dem zugespitzten Kinn, fast unsichtbar wie eine Höhle unter überhangenen Gestein, öffnete sich ein Mund und frug, »Was gibt es, ihr guten Leute, dass ihr da sitzet und heulet, dass es Steine aus dem Boden sprengt und Äste ab von den Bäumen?« 2-mal frug er also und 2-mal erhielt er keine Antwort. Da ward noch schwärzer das grüne Schwarzgesicht, noch röter das rote Bärtchen, es schien darin zu knistern und zu spritzeln wie Feuer im Tannenholz. Wie ein Pfeil spitzte sich der Mund, dann tat er sich auseinander und frug ganz holdselig und mild, »Aber ihr guten Leute, was hilft es euch, dass ihr da sitzet und heulet? Ihr könnt heulen, bis es eine neue Sintflut gibt oder euer Geschrei die Sterne aus dem Himmel springt.
aber damit wird euch wahrscheinlich wenig geholfen. Wenn euch aber Leute fragen, was ihr hättet, Leute, die es gut mit euch meinen, euch vielleicht helfen können, so solltet ihr, statt zu heulen, antworten und ein vernünftiges Wort reden. Das hilft euch viel mehr. Da schüttelte ein alter Mann das weiße Haupt und sprach, haltet es nicht für ungut, aber das, worüber wir weinen, nimmt kein Jägersmann von uns ab. Wenn das Herz einmal im Jammer verschwollen ist, es kommen keine Worte mehr daraus. Da schüttelte sein spitziges Haupt der Grüne und sprach, Vater, ihr redet nicht dumm, aber so ist es doch nicht. Man mag schlagen, was man will, Stein oder Baum, so gibt es keinen Ton von sich, es klaget. So soll auch der Mensch klagen, soll alles klagen, soll dem Erstbesten klagen, vielleicht hilft ihm der Erstbeste. Ich bin nur ein Jägersmann, wer weiß, ob ich nicht daheim ein tüchtiges Gespann habe, Holz und Steine oder Buchen und Tannen zu führen. Als die armen Bauern das Wort Gespann hörten, fiel es ihnen allen ins Herz, war zu einem Hoffnungsfunken und alle Augen sahen auf ihn. Dem Alten ging der Mund noch weiter auf. Er sprach, es sei nicht immer richtig, dem Ersten, dem Besten zu sagen, was man auf dem Herzen hätte. Da man ihn aber anhöre, dass er es gut meine, dass er vielleicht helfen könne, so wolle man kein Hehl vor ihm haben. Mehr als 2 Jahre hätten sie schwer gelitten unter dem neuen Schlossbau. Kein Hauswesen sei in der ganzen Herrschaft, welches nicht bitterlich im Mangel sei. Jetzt hätten sie frisch aufgeatmet in der Meinung, endlich freie Hände zu haben, und zur eigenen Arbeit hätten mit neuem Mut den Pflug ins Feld geführt. Und soeben hätte der Komtur ihnen befohlen, aus im Münneberg gewachsenen Buchen in Monatsfrist beim neuen Schloss einen neuen Schattengang zu pflanzen. Sie wüsst nicht, wie das zu vollbringen sei in dieser Frist mit ihrem abgekarrten Vieh. Und wenn sie es vollbrächten, was hülfe es ihnen? Anpflanzen könne sie es nicht und müssten nachher Hunger sterben, im Fall die harte Arbeit sie nicht schon tötete. Diese Botschaft dürften sie nicht heimtragen, möchten nicht zum alten Elend noch den neuen Jammer schütten. Da machte der Grüne ein gar mitleidiges Gesicht, hob drohend eine lange, magere, schwarze Hand gegen das Schloss empor und vermaß sich zu schwerer Rache gegen solche Tyrannei. Ihnen aber wolle er helfen. Sein Gespann, wie keines sei im Land, solle vom Kirchstalden weg, diesseits Summeswald, ihnen alle Buchen, so viele sie dorthin zu bringen vermöchten, auf Bärhegen führen, ihnen zur Lieb, den Rittern zum Trotz und um geringen Lohn. Da horchten hoch auf die armen Männer bei diesem unerwarteten Anerbieten. Konnten sie um den Lohn einig werden, so waren sie gerettet, denn bis an den Kirchstalden konnten sie die Buchen führen, ohne dass ihre Landarbeit darüber versäumt und sie zugrunde ging. Darum sagte der Alte, »So sag an, was du verlangst, auf dass wir dir des Handels einig werden mögen.« Da machte der Grüne ein pfiffig Gesicht. Es knisterte in seinem Bärtchen und wie Schlangenaugen funkelten sie seine Augen an. Und ein greulich Lachen stand in beiden Mundwinkeln, als er ihn voneinander tat und sagte, »Wie ich gesagt, ich begehre nicht viel, nicht mehr als ein ungetauftes Kind.« Das Wort zuckte durch die Männer wie ein Blitz. Eine Decke fiel es von ihren Augen und wie Spreu im Wirbelwinde stoben sie auseinander. Da lachte hell auf der Grüne, dass die Fische im Bache sich bargen, die Vögel das Dickicht suchten und grausig schwankte die Feder am Hute und auf und nieder ging das Bärtchen. »Besinnet euch oder suchet bei euren Weibern Rat, in der dritten Nacht findet ihr mich hier wieder.« So rief er den Fliehenden mit scharftönender Stimme nach, dass die Worte in ihren Ohren hängen blieben, wie Pfeile mit Widerhaken hängen bleiben im Fleische. Blass und zitternd an der Seele und an allen Gliedern sträubten die Männer nach Hause. Keiner sah nach dem anderen sich um, keiner hätte den Hals gedreht, nicht um alle Güter der Welt. Als so verstört die Männer dahergestoben kamen, wie Tauben vom Vogel gejagt zum Taubenschlag, da drang er mit ihnen den Schrecken in alle Häuser. Und alle bebten von der Kunde, welche den Männern die Glieder also durcheinander warf. In zitternder Neugier schlichen die Weiber den Männern nach, bis sie dieselben an den Orten hatten, wo man im Stillen ein vertraut Wort reden konnte. Da musste jedermann seinem Weibe erzählen, was sie im Schloss vernommen. Das hörten sie mit Wut und Fluch. Sie mussten erzählen, wer ihnen begegnet, was er ihnen angetragen. Da ergriff namenloser Angst die Weiber. Ein Wehgeschrei ertönte über Berg und Tal. Einer jeden ward, als hätte ihr eigen Kind der Ruchlose begehrt. Ein einziges Weib schrie nicht den anderen gleich.
Er war ein grausam handlich Weib, eine Lindauerin soll es gewesen sein, und hier auf dem Hofe hat es gewohnt. Es hatte wilde, schwarze Augen und fürchtete nicht viel vor Gott und Menschen. Böse war es schon geworden, dass die Männer dem Ritter nicht rundweg das Begehren abgeschlagen. Wenn es dabei gewesen, es hätte ihm es sagen wollen, sagte es. Als sie vom Grünen hörte und seinen Antrag und wie die Männer davongestoben, da ward sie erst recht böse und schalt die Männer über ihre Feigheit und dass sie dem Grünen nicht kecker ins Gesicht gesehen. Vielleicht hätte es mit einem anderen Lohne sich auch begnügt. Und da die Arbeit für das Schloss sei, würde es ihren Seelen nicht schaden, wenn der Teufel sie mache. Sie ergrimmte in der Seele, dass sie nicht dabei gewesen und wäre es nur, damit sie einmal den Teufel gesehen und auch wüsste, was er für ein Aussehen hätte. Darum weinte dieses Weib nicht, sondern redete in seinem Grimme harte Worte gegen den eigenen Mann und gegen alle anderen Männer. Des folgenden Tages, als ein stilles Gewimmer das Wehgeschrei verglommen war, saßen die Männer zusammen, suchten Rat und fanden keinen. Anfangs war die Rede von neuem Bitten bei dem Ritter, aber niemand wollte bitten gehen, keinem schien Leib und Leben feil. Einer wollte Weiber und Kinder schicken mit Geheul und Jammer, der aber verstummte schnell, als die Weiber zu reden begannen, denn schon damals waren die Weiber in der Nähe, wenn die Männer im Rate saßen. Sie wussten keinen Rat, als in Gottes Namen Gehorsam zu versuchen. Sie wollten Messen lesen lassen, um Gottes Beistand zu gewinnen, wollten Nachbarn um nächtliche geheime Hilfe ansprechen, denn eine Offenbare hätten ihnen ihre Herren nicht erlaubt, wollten sich teilen, die Hälfte sollte bei den Buchen schaffen, die andere Hälfte Haber säen und des Viehs warten. Sie hofften auf diese Weise und mit Gottes Hilfe täglich wenigstens 3 Buchen auf Bärhegen hinaufzuschaffen. Vom Grünen redete niemand. Ob niemand an ihn dachte, ist nicht verzeichnet worden. Sie teilten sich ein, rüsteten die Werkzeuge und als der 1. Maitag über seine Schwelle kam, sammelten sich die Männer am Münneberg und begannen mit gefasstem Mute die Arbeit. In weitem Ringe mussten die Buchen umgraben, sorgfältig die Wurzeln geschont, sorgfältig die Bäume, damit sie nicht verletzten, zur Erde gelassen werden. Noch war der Morgen nicht hoch am Himmel, als 3 zur Abfahrt bereit lagen. Denn immer sollten 3 geführt werden, damit man auf dem schweren Weg mit Hand und Vieh sich gegenseitig helfen könne. Aber schon stand die Sonne im Mittag, und noch waren sie mit den 3 Buchen nicht zum Walde hinaus, schon stand sie hinter den Bergen, und noch waren die Züge nicht über Sumiswald hinaus. Erst der neue Morgen fand sie am Fuße des Berges, auf dem das Schloss stand, und die Buchen sollten gepflanzt werden. Es war, als ob ein eigener Unstern Macht hätte über sie. Ein Missgeschick nach dem anderen traf sie, die Geschirre zerrissen, die Wagen brachen, Pferde und Ochsen fielen oder verweigerten den Gehorsam. Noch ärger ging es am 2. Tage. Neue Not brachte immerfort neue Mühe, unter rastloser Arbeit keuchten die Armen, und keine Buche war noch oben, keine 4. Buche über Sumiswald hinaus geschafft. Der von Stoffeln schalt und fluchte. Je mehr er schalt und fluchte, umso größer war der Unstern und so stetiger das Viech. Die anderen Ritter lachten und höhnten und freuten sich gar sehr über das Zappeln der Bauern, den Zorn des von Stoffeln. Sie hatten gelacht über des von Stoffeln neues Schloss auf dem nackten Gipfel, da hat er geschworen, in Monatsfrist müsste sein schöner Laubgang droben sein. Darum fluchte er, darum lachten die Ritter und weinend taten die Bauern. Eine fürchterliche Mutlosigkeit erfasste diese. Keinen Wagen hatten sie mehr ganz, keinen Zug unbeschädigt, in 2 Tagen nicht 3 Buchen zur Stelle gebracht, und alle Kraft war erschöpft. Nacht war es geworden, schwarze Wolken stiegen auf, es blitzte zum 1. Mal in diesem Jahre. An den Weg hatten sich die Männer gesetzt. Es war die gleiche Beugung des Weges, in welcher sie vor 3 Tagen gesessen waren. Sie wussten es aber nicht. Da saß der Hornbachbauer, der Lindauerin Mann, mit 2 Knechten, und andere mehr saßen auch bei ihm. Sie wollten da auf Buchen warten, die vom Sumiswald kommen sollten, wollten ungestört sinnen über ihr Elend, wollten ruhen lassen ihre zerschlagenen Glieder. Da kam rasch, dass es fast pfiff, wie der Wind pfeift, wenn er aus den Kammern entronnen ist, ein Weib daher, einen großen Korb auf dem Kopfe. Es war Christine, die Lindauerin, des Hornbachbauern Eheweib, zu dem derselbe gekommen war, als er einmal mit seinem Herrn zu Felde gesessen war.
Sie war nicht von den Weibern, die froh sind, daheim zu sein, in der Stille ihre Geschäfte zu besticken und die sich um nichts kümmern als um Haus und Kind. Christine wollte wissen, was ging. Und wo sie ihren Rat nicht dazu geben konnte, da ging es schlecht, so meinte sie. Mit der Speise hatte sie daher keine Magd gesandt, sondern den schweren Korb auf den eigenen Kopf genommen und die Männer lange gesucht umsonst. Bittere Worte ließ sie fallen darüber, sobald sie dieselben gefunden. Unterdessen war sie aber nicht müßig. Die konnte noch reden und schaffen zur gleichen Zeit. Sie stellte den Korb ab, legte den Kübel ab, in welchem der Hafermus war, legte das Brot und den Käse zurecht und steckte jedem gegenüber für Mann und Knecht den Löffel ins Mus und hieß auch die anderen zugreifen, die noch speiselos waren. Dann frug sie nach der Männer Tagewerk und wie viel geschaffet worden in den 2 Tagen. Aber Hunger und Worte waren den Männern ausgegangen und keiner griff zum Löffel und keiner hatte eine Antwort. Nur ein leichtfertig Knechtlein, dem es gleichgültig war, Regne oder Sonnenschein es in der Ernte, wenn nur das Jahr umging und der Lohn kam und zu jeder Essenzeit das Essen auf den Tisch, griff zum Löffel und berichtete Christine, dass noch keine Buche gepflanzet sei und alles gehe, als ob sie verhext wären. Da schalt die Lindauerin, dass das eitel Einbildung wäre und die Männer nichts als Kindbetterin. Mit Schaffen und Weinen, mit Hocken und Heulen werde man keine Buchen auf Bärhege bringen. Ihn würde ihr Recht widerfahren, wenn der Ritter seinen Mutwillen an ihn ausließe, aber um Weib und Kinderwille müsse die Sache anders zur Hand genommen werden. Da kam plötzlich über die Achsel des Weibes eine lange schwarze Hand und eine gellende Stimme rief, »Ja, die hat Recht!« Und mitten unter ihnen stand mit grinsendem Gesicht der Grüne, und lustig schwankte die rote Feder auf seinem Hute. Da hob der Schreck die Männer von dann, sie stoben die Halde auf wie Spreu im Wirbelwinde. Nur Christine, die Lindauerin, konnte nicht fliehen. Sie erfuhr es, wie man den Teufel leibhaftig kriegt, wenn man ihn an die Wand male. Sie blieb stehen, wie gebannt, musste schauen die roten Feder am Barett und wie das rote Bärtchen lustig auf und nieder ging im schwarzen Gesichte. Gellend lachte der Grüne den Männern nach, aber gegen Christine machte er ein zärtlich Gesicht und fasste mit höflicher Gebärde ihre Hand. Christine wollte sie wegziehen, aber sie entrann dem Grünen nicht mehr, es war ihr als zische Fleisch zwischen glühenden Zangen. Und schöne Worte begann er zu reden, und zu den Worten zwitzerten lüstern sein Rotbärtchen auf und ab. »So ein schön Weibchen hatte er lange nicht gesehen«, sagte er, »das Herz lache ihm im Leibe. Zudem habe er sie gern mutig, und gerade die seien ihm die Liebsten, welche stehen bliebendürften, wenn die Männer davonliefen.« Wie er so redete, kam Christinen der Grüne immer weniger schreckhaft vor. »Mit dem sei doch noch zu reden«, dachte sie, »und sie wüsste nicht, warum davonlaufen, sie hätte schon viel Wüstere gesehen.« Der Gedanke kam ihr immer mehr. Mit dem ließe sich etwas machen, und wenn man recht mit ihm zu reden wüsste, so tät er einen wohl ein Gefallen, oder am Ende könnte man ihn übertölpeln, wie die anderen Männer auch. Er wüsste gar nicht, fuhr der Grüne fort, warum man sich so vor ihm scheue. Er meine es doch gut mit allen Menschen, und wenn man so grob gegen ihn sei, so müsse man sich nicht wundern, wenn er den Leuten nicht mehr täte, was ihnen am liebsten wäre. Da fasste Christine ein Herz und antwortete, er erschrecke aber die Leute auch, dass es schrecklich wäre. Warum habe er ein ungetauftes Kind verlangt? Er hätte doch von einem anderen Lohn reden können. Das komme den Leuten gar verdächtig vor. Ein Kind sei immer ein Mensch. Und ungetauft eins aus den Händen geben, das werde kein Christ tun. Das ist mein Lohn, an den ich gewohnt bin. Und um anderen fahre ich nicht. Und was fragt man doch so einem Kinde nach, das noch niemand kennt? So jung geht man sie am liebsten weg. Hat man doch noch keine Freude an ihnen gehabt und keine Mühe mit ihnen. Ich aber habe sie jünger, je lieber. Je früher ich ein Kind erziehen kann auf meine Manier, umso weiter bringe ich es. Dazu habe ich aber das Taufen gar nicht nötig und will es nicht. Da sah Christine wohl, dass er mit keinem anderen Lohn sich werde begnügen wollen. Aber es wuchs ihr immer mehr der Gedanke, das wäre doch der Einzige, der nicht zu betrügen wäre. Darum sagte sie, wenn aber einer etwas verdienen wolle, so müsse er sich mit dem Lohne begnügen, den man ihm geben könne. Sie aber hätten gegenwärtig in keinem Haus ein ungetauftes Kind und in Monatsfrist gäbe es keins und in dieser Zeit müssten die Buchen geliefert sein. Da schwänzelte gar höflich der Grüne und sagte,
Ich begehre das Kind ja nicht im Voraus. Sobald man mir verspricht, das erste zu liefern, ungetauft, welches geboren wird, so bin ich schon zufrieden. Das gefiel Christine gar wohl. Sie wusste, dass es in geraumer Zeit kein Kind geben werde in ihrer Herren Gebiet. Wenn nun einmal der Grüne sein Versprechen gehalten und die Buchen gepflanzt seien, so brauche man ihm gar nichts mehr zu geben, weder ein Kind noch was anderes. Man lasse Messen lesen zum Schutz und Trutz und lache tapfer den Grünen aus. So dachte Christina. Sie dankte daher schon ganz herzlich für das gute Anerbieten und sagte, es sei zu bedenken und sie wolle mit den Männern darüber reden. Ja, sagte der Grüne, da ist gar nichts weder zu denken noch zu reden. Für heute habe ich euch bestellt und jetzt will ich den Bescheid. Ich habe noch gar an vielen Orten zu tun und bin nicht bloß wegen euch da. Du musst mir zu- oder absagen. Nachher will ich vom ganzen Handel nichts mehr wissen. Christine wollte die Sache verdrehen, denn sie nahm sie nicht gerne auf sich. Sie wäre sogar gern zärtlich geworden, um Stündigung zu erhalten. Allein der Grüne war nicht aufgelegt, wankte nicht. Jetzt oder nie, sagte er. Sobald aber der Handel geschlossen sei um mein einziges Kind, so wolle er in jeder Nacht so viel Buchen auf Bärhegen führen, als man ihm vor Mitternacht unten an der Kirchstalden liefere. Dort wolle er sie in Empfang nehmen. »Nun, schöne Frau, bedenke dich nicht«, sagte der Grüne und klopfte Christine holdselig auf die Wange. Da klopfte doch ihr Herz. Sie hätte lieber die Männer hineingestoßen, um hintendrein sie Schuld geben zu können. Aber die Zeit drängte. Kein Mann war da als Sündenbock, und der Glaube verließ sie nicht, dass sie listiger als der Grüne sei und wo ein Einfall kommen werde, ihn mit langer Nase abzuspeisen. Darum sagte Christine, sie für ihre Person wolle zugesagt haben. Wenn aber dann später die Männer nicht wollten, so vermöchte sie sich dessen nicht. Und er solle sie nicht entgelten lassen. Mit dem Versprechen zu tun, was sie könne, sei er hinlänglich zufrieden, sagte der Grüne. Jetzt schauderte es Christine doch an Leib und Seele. Jetzt, meinte sie, komme der schreckliche Augenblick, wo sie mit Blut von ihrem Blute dem Grünen den Akkord unterschreiben müsse. Aber der Grüne machte es viel leichtlicher und sagte, von hübschen Weibern begehre er nie eine Unterschrift. Mit einem Kuss sei er zufrieden. Somit spitzte er seinen Mund gegen Christines Gesicht und Christine konnte nicht fliehen, war wiederum wie gebannt, steif und starr. Da berührte der spitzige Mund Christines Gesicht und ihr war, als ob von spitzigen Eisen aus Feuer durch Mark und Bein fahre, durch Leib und Seele und ein gelber Blitz fuhr zwischen ihnen durch und zeigte Christine freudig verzerrtes grünen teuflisch Gesicht. Und ein Donner fuhr über sie, als ob der Himmel zersprungen wäre. Verschwunden war der Grüne, und Christine stund wie versteinert, als ob tief in den Boden hinunter ihre Füße Wurzeln getrieben hätten, in jenem schrecklichen Augenblick. Endlich war sie ihre Glieder wieder mächtig, aber im Gemüte brauste und sauste es ihr, als ob ein mächtiges Feuer seine Fluten wälze über turmhohe Felsen hinunter in schwarzen Schlund. Wie man im Donner der Wasser die eigene Stimme nicht hört, so ward Christine der eigene Gedanke nicht bewusst im Tosen, das donnerte in ihrem Gemüte. Unwillkürlich floh sie den Berg hinan und immer glühender fühlte sie ein Brennen an ihrer Wange, da wo des grünen Mund sie berührt. Sie rieb, sie wusch, aber der Brand nahm nicht ab. Es war eine wilde Nacht. In Lüften und Klüften heulte und toste es, als ob die Geister der Nacht Hochzeit hielten in den schwarzen Wolken. Die Winde, die wilde Reigen, spielten zu ihrem grausigen Tanze, die Blitze, die Hochzeitfackeln wären und der Donner, der Hochzeitsegen. In dieser Jahreszeit hatte man eine solche Nacht noch nie erlebt. Im finsteren Bergestale regte es sich um ein großes Haus und viele drängten sich um sein Schirm und Obdach. Sonst treibt im Gewittersturm die Angst um den eigenen Herd, den Landmann unter das eigene Dach. Und sorgsam wachend, solange das Gewitter am Himmel steht, wahret und hütete er das eigene Haus. Aber jetzt war die gemeinsame Not größer als die Angst vor dem Gewitter. Diese trieb sie in diesem Hause zusammen, an welchem vorbeigehen mussten die, welche der Sturm aus dem Mönneberg trieb, und die, welche von Bärhegen sich geflüchtet. Den Graus der Nacht ob dem eigenen Elend vergessend, hörte man sie klagen und grollen über ihr Missgeschick. Zu allem Unglück war noch das Toben der Natur gekommen. Pferde und Ochsen waren scheu geworden, betäubt hatten Wagen zertrümmert, sich über Felsen gestürzt und schwer verwundet stöhnte mancher in tiefem Schmerze.
Laut aufschrie mancher, die man zerrissene Glieder einzog und zusammenband. In das Elend hinein flüchteten sich auch in schauerlicher Angst die, welche den Grünen gesehen, und erzählten bebend die wiederholte Erscheinung. Bebend hörte die Menge, was die Männer erzählten, drängte sich aus dem weiten, dunklen Raume dem Feuer zu, um welches die Männer saßen, und wenn der Wind durch die Sparren fuhr oder Donner über dem Hause rollte, so schrie laut auf die Menge und meinte, es breche durch Dach der Grüne, sich zu zeigen in ihrer Mitte. Als er aber nicht kam, als der Schreck vor ihm verging, als das alte Elend blieb und der Jammer der Leidenden lauter wurde, da stiegen allmählich die Gedanken auf, die den Menschen, der in der Not ist, so gern um seine Seele bringen. Sie begann zu rechnen, wie viel mehr wert sie alle seien als ein einziges ungetauftes Kind. Sie vergaßen immer mehr, dass die Schuld an einer Seele tausendmal schwerer wiege als die Rettung von tausend und abermal tausend Menschenseelen. Diese Gedanken wurden allmählich laut und begannen sich zu mischen als verständliche Worte in das Schmerzensgestöhn der Leidenden. Man fragte nachher nach dem Grünen, grollte, dass man ihn nicht besser Rede gestanden. Genommen hätte er niemand, und je weniger man ihn fürchte, umso weniger tue er den Menschen. Dem ganzen Tale hätten sie vielleicht helfen können, wenn sie das Herz am rechten Orte gehabt hätten. Da begannen die Männer sich zu entschuldigen. Sie sagten nicht, dass es sich mit dem Teufel nicht spaßen lasse, dass, wer ihm ein Ohr leihe, bald den ganzen Kopf ihm geben müsse, sondern sie redeten von des Grünen schrecklicher Gestalt, seinem Flammenbarte, der feurigen Feder auf seinem Hute, einem Schlossturme gleich, und dem schrecklichen Schwefelgeruch, den sie nicht hätten ertragen mögen. Christines Mann aber, der gewohnt war, dass sein Wort erst durch die Zustimmung seiner Frau Kraft erhielt, sagte, sie sollte nur seine Frau fragen. Wie könne ihn sagen, ob es jemand hätte aushalten mögen, und dass die ein couragiertes Weib sei, wüssten alle. Da sahen sich alle nach Christine um, aber keiner sah sie. Es hatte jeder nur an seine Rettung gedacht und an andere nicht, und wie jetzt jeder am Trocknen saß, so meinte er, die anderen säßen ebenso. Jetzt erst fiel allen bei, dass sie Christine seit jenem schrecklichen Augenblick nicht mehr gesehen und ins Haus war nicht gekommen. Da begann der Mann zu jammern und alle anderen mit ihm, denn es ward ihnen allen, als ob Christine allein zu helfen wüsste. Plötzlich ging die Tür auf und Christine stand mitten unter ihnen. Ihre Haare trieften, rot waren ihre Wangen und ihre Augen brannten noch dunkler als sonst in unheimlichem Feuer. Eine Teilnahme, deren Christine sonst nicht gewohnt war, empfing sie. Und jeder wollte ihr erzählen, was man gedacht und gesagt und wie man Kummer um sie gehabt. Christine sah bald, was alles zu bedeuten hatte und verbarg ihre innere Glut hinter spöttischen Worte, warf den Männern ihre übereilte Flucht vor und wie keiner um ein arm Weib sich bekümmert und keiner sich umgesehen, was der Grüne mit ihr beginne. Da brach der Sturm der Neugierde aus und jeder wollte zuerst wissen, was nun der Grüne mit ihr angefangen, und die Hintersten hoben sich hoch auf, um besser zu hören und die Frau näher zu sehen, die dem Grünen so nahe gestanden. Sie sollte nichts sagen, meinte Christine zuerst. Man hätte es nicht um sie verdient, als Fremde sie übel geplaget im Tale. Die Weiber hätten ihr einen üblen Namen angehängt, die Männer sie allenthalben im Stich gelassen. Und wenn sie nicht besser gesinnet wäre als alle, und wenn sie nicht mehr Mut als alle hätte, so wäre noch jetzt weder Trost noch Ausweg da. So redete Christine noch lange, warf harte Worte gegen die Weiber, die ihr nie hätten glauben wollen, dass der Bodensee größer sei als der Schlossteich. Und je mehr man ihr anhielt, umso härter schien sie zu werden und stützte sich ebenso darauf, dass, was sie zu sagen hätte, man ihr übel auslegen und, wenn die Sache gut käme, ihr keinen Dank haben werde. Käme sie aber übel, so lüde man ihr alle Schuld auf und die ganze Verantwortung. Als endlich die ganze Versammlung vor Christine wie auf den Knien lag, mit Bitten und Flehen, und die Verwundeten laut aufschrien und anhielten, da schien Christine zu erweichen und begann zu erzählen, wie sie standgehalten und mit dem Grünen Abrede getroffen. Aber von dem Kusse sagte sie nichts, nichts davon, wie er sie auf der Wange gebrannt und wie es ihr getoset im Gemüte. Aber sie erzählte, was sie seither gesinnet im verschlagenen Gemüte. Das Wichtigste sei, dass die Buchen nach Bärhegen geschafft würden. Seien die einmal oben, so könne man immer noch sehen, was man haben wolle. Die Hauptsache sei, dass bis dahin Sophie bekannt unter ihnen kein Kind werde geboren werden. Vielen lief es kalt den Rücken auf bei der Erzählung,
aber dass man doch noch immer sehen könne, was man machen wolle, das gefiel allen wohl. Nur ein junges Weibchen weinte gar bitterlich, dass man unter seinen Augen die Hände hätte waschen können, aber sagen tat es nichts. Ein altehrwürdig Weib dagegen, hochgestaltet und mit einem Gesichte, von dem man sonst sich beugen und vor ihm fliehen musste, trat in die Mitte und sprach: Gott vergessen wäre es gehandelt, auf das Ungewisse das Gewisse stellen und spielen mit dem ewigen Leben. Wer mit dem Bösen sich einlasse, komme vom Bösen nimmer los, und wer ihm die Finger gebe, den behalte er mit Leib und Seele. Aus diesem Elend könne niemand helfen als Gott. Wer ihn aber verlasse in der Not, der versinke in der Not. Aber diesmal verachtete man der alten Reden, und schweigen hieß man das junge Weibchen, mit Weinen und Heulen sei ihm diesmal nicht geholfen, da bedürfe man Hilfe anderer Art, hieß es. Rätig würde man bald, die Sache zu versuchen. Bös könne man das kaum gehen im bösesten Fall, aber nicht das erste Mal sei es, dass Menschen die schlimmsten Geister betrogen. Und wenn sie selbst nicht wüssten, so fände man wohl ein Priesterrat und Ausweg. Aber in finsterem Gemüte soll mancher gedacht haben, wie er später bekannte. Gar viel Geld und Umtriebe wage er nicht eines ungetauften Kindes wegen. Als der Rat nach Christines Sinn gefasst wurde, da war es, als ob alle Wirbelwinde über dem Hause zusammenstießen. Die Heere der wilden Jäger vorübersausten, die Posten des Hauses wankten, die Balken bogen sich, Bäume splitterten am Hause wie Speere auf einer Ritterbrust. Blass wurden drinnen die Menschen, Grauen überfiel sie, aber den Rat lösten sie nicht. Bei grauenem Morgen begann sie seine Ausführung. Schön und hell war der Morgen, Gewitter und Hexenwerk verschwunden, die Äxte hieben noch einmal so scharf als sonst, der Boden war locker und jede Buche fiel gerade, wie man sie haben wollte. Kein Wagen brach mehr, das Vieh war willig und stark und die Menschen geschützt vor jedem Unfall wie durch unsichtbare Hand. Nur eines war sonderbar. Unterhalb Summeswald führte damals noch kein Weg ins hintere Tal. Dort war noch Sumpf, den die zügellose Grüne bewässerte. Man musste den Stalden auf durchs Dorf fahren, an der Kirche vorbei. Sie fuhren wie an den früheren Tagen immer drei Züge auf einmal, um einander helfen zu können, mit Rat, Kraft und Vieh, und hatten nur noch durch Summeswald zu fahren, außerhalb des Dorfes den Kirchstalden ab, an dem eine kleine Kapelle stand. Unterhalb desselben, auf ebenem Wege, hatten sie die Buchen abzulegen. Sobald sie den Stalden auf waren und auf ebenen Wege gegen die Kirche kamen, so ward ihr Gewicht der Wagen nicht leichter, sondern schwerer und schwerer. Sie mussten Tiere vorspannen, so viele sie deren hatten, mussten unmenschlich auf sie schlagen, mussten selbst Hand an die Speichen legen. Dazu scheuchten die sanftesten Rosse, als ob etwas Unsichtbares vom Kirchhofe her ihnen im Weg stehe. Und ein dumpfer Glockenton, fast wie der verirrte Schall einer fernen Totenglocke, kam von der Kirche her, dass ein eigentümlich Grauen die stärksten Männer ergriff. Und jedes Mal Menschen und Tiere bebten, wenn man gegen die Kirche kam. War man einmal vorbei, so konnte man ruhig fahren, ruhig abladen, ruhig zur frischer Ladung wieder gehen. Sechs Buchen lud man selbigen Tages nebeneinander ab an die abgeredete Stelle. Sechs Buchen waren am folgenden Morgen zu Bärhegen oben gepflanzet. Und durchs ganze Tal hin hatte niemand eine Achse gehört, die sich umgedreht um ihre Spule. Niemand der Vorleute üblich Geschrei, der Pferde Wiehern, der Ochsen einförmig Gebrüll. Aber sechs Buchen standen oben, die konnte sehen, wer wollte, und es waren die sechs Buchen, die man unten an dem Stalden hingelegt hatte, und nicht andere. Da war das Staunen groß im ganzen Tale, und die Neugierde regte sich beimänniglich. Absonderlich, die Ritter nahm es Wunder, welche Pacht die Bauern geschlossen und auf welche Weise die Buchen zur Stelle geschafft würden. Sie hätten gern auf heidnische Weise den Bauern das Geheimnis ausgepresst. Allein sie sahen bald, dass die Bauern auch nicht alles wüssten, da sie selbst halb erschrocken waren. Zudem wehrte der von Stoffeln. Dem war es nicht nur gleichgültig, wie die Buche nach Bärhegen kam, im Gegenteil. Wenn nur die Buchen heraufkamen, so sah er gern, dass die Bauern dabei geschont wurden. Er hatte wohl gesehen, dass der Spott der Ritter ihn zu einer Unbesonnenheit verleitet hatte, denn wenn die Bauern zugrunde gingen, die Felder unbestellt blieben, so hatte die Herrschaft den größten Schaden dabei.
Allein, was der von Stoffeln einmal gesagt hatte, dabei blieb es. Die Erleichterung, welche die Bauern sich verschafft, war ihm daher ganz recht und ganz gleichgültig, ob sie dafür ihre Seelen verschrieben, denn was ging ihn den Bauern Seelen an, wenn einmal der Tod ihre Leiber genommen? Er lachte jetzt über seine Ritter und schützte die Bauern vor ihren Mutwillen. Diese wollten den Handel doch ergründen und sandten Knappen zur Wache. Die fand man des Morgens halbtot im Gräben, wohin eine unsichtbare Hand sie geschleudert. Da zogen zwei Ritter hin auf Bärhegen, es waren kühne Degen, und wo ein Wagnis zu bestehen gewesen im Heidenland, da hatten sie es bestanden. Am Morgen fand man sie erstarrt am Boden. Und als sie der Rede wieder mächtig waren, sagten sie, ein roter Ritter mit feuriger Lanze hätte sie niedergerannt. Hier und da konnte eine neugierige Weibesseele sich nicht enthalten, wenn die Mitternacht war, durch eine Spalte oder Luke nach dem Wege im Tale zu sehen. Alsbald wehte ein giftiger Wind sie an. Das Gesicht schwoll auf, wochenlang konnte man weder Nase noch Augen sehen, den Mund mit Mühe finden. Da verging den Leuten das Spähen und kein Auge sah mehr zu Tale, wenn Mitternacht über demselben lag. Einmal aber kam plötzlich ein Mann das Sterben an. Er bedurfte des letzten Trostes, aber niemand durfte den Priester holen, denn Mitternacht war nah und der Weg führte am Kirchstalden vorbei. Da lief ein unschuldig Bübchen, Gott und Mensch lieb, aus Angst um den Vater, um geheißen Summeswald zu. Als er gegen den Kirchstalden kam, sah er von dort die Buchen auffahren vom Boden, jede von zwei feurigen Eichhörnchen gezogen, und nebenbei sah er reiten auf schwarzen Bocke einen grünen Mann. Eine feurige Geißel hatte er in der Hand, einen feurigen Bart im Gesichte, und auf dem Hute schwankte glutrot eine Feder. So sei der Zug gefahren, hoch durch die Lüfte, über alle Eck weg und schnell wie ein Augenblick. Solches sah der Knabe. Und niemand tat ihm was. Noch waren nicht drei Wochen vergangen, so stunden 90 Buchen auf Bärhegen, machten einen schönen Schattengang, denn alle schlugen üppig aus, keine einzige verdorrte. Aber die Ritter und auch der von Stoffeln ergingen sich nicht oft darin. Es wehte sie allemal ein heimlich Grauen an. Sie hätten von der Sache lieber nichts mehr gewusst, aber keiner machte ihr ein Ende. Es tröstete an jeder sich, fehle es, so trage der andere die Schuld. Den Bauern aber wohlete es mit jeder Buche, welche oben war, denn mit jeder Buche wuchs die Hoffnung, dem Herrn zu genügen, den Grünen zu betrügen. Er hatte ja kein Unterpfand und war die Hundertste einmal oben, was frugen sie dann dem Grünen nach? Indessen waren sie der Sache noch nicht sicher. Alle Tage fürchteten sie, er spiele ihnen ein Schabernack und lasse sie im Stiche. Am Urbanustage brachten sie ihm die letzten Buchen an den Kirchstalden, und alt und jung schlief wenig in selber Nacht. Man konnte fast nicht glauben, dass er ohne Umstände und ohne Kind oder Pfand die Arbeit vollendete. Am folgenden Morgen, lange vor der Sonne, waren alt und jung auf den Beinen. In allen regte sich die gleiche neugierige Angst, aber lange wagte sich keiner auf den Platz, wo die Buchen lagen. Man wusste nicht, lag dort eine Beize für die, welche den Grünen betrügen wollten? Ein wilder Küherbub, der Zieger von der Alp gebracht, wagte es endlich, sprang voran und fand keine Buchen mehr. Und keine Hinterlist tat auf dem Platze sich kund. Noch trauten sie dem Spiel nicht. Ihnen vorauf musste der Küherbub nach Bärhegen. Dort war alles in Ordnung. 100 Buchen standen in Reih und Glied, keine war verdorret, keine aus ihnen lief das Gesicht auf, keine tat ein Glied weh. Da stieg der Jubel in ihren Herzen und viel Spott gegen den Grünen und gegen die Ritter floss. Zum dritten Mal sandten sie aus den wilden Küherbub und ließen dem von Stoffeln sagen, es sei auf Bärhegen nun alles in der Ordnung, er möchte kommen und die Buchen zählen. Dem aber war es graulich, und er ließ ihnen sagen, sie sollten machen, dass sie heimkämen. Gern hätte er ihnen sagen lassen, sie sollen den ganzen Schattengang wieder wegschaffen, aber er tat es nicht, seiner Ritter wegen, es sollte nicht heißen, er fürchtete sich. Aber er wusste nicht um der Bauern Pacht und wer sich in den Handel mischen konnte. Als der Küherbub den Bescheid brachte, da schwollen die Herzen noch trotziger auf. Die wilde Jugend tanzte im Schattengange, wildes Jodeln hallte von Kluft zu Kluft, von Berg zu Berg, hallte an den Mauern des Schlosses Summeswald wieder.
Bedächtige Alte warnten und baten, aber trotzige Herzen achteten bedächtige Alten Warnung nicht. Wenn dann das Unglück da ist, so sollen es die Alten mit ihrem Zagen und Warnen herbeigezogen haben. Die Zeit ist noch nicht da, wo man es erkennt, dass der Trotz das Unglück aus dem Boden stampft. Der Jubel zog sich über Berg und Tal in alle Häuser. Und wo noch eines Fingers lang Fleisch im Rauche hing, da ward es gekocht. Und wo noch eine Hand groß Butter im Hafen war, da wurde geküchelt. Das Fleisch ward gegessen, die Küchli schwanden, der Tag war verronnen und ein anderer Tag stieg am Himmel auf. Immer näher kam der Tag, an welchem ein Weib ein Kind gebären sollte. Und je näher der Tag kam, umso dringlicher kam die Angst wieder. Der Grüne werde sich wieder künden, fordern, was ihm gehöre, oder ihnen eine Beize legen. Den Jammer jenes jungen Weibes, welches das Kind gebären sollte, wer will ihn ermessen? Im ganzen Hause tönte er wieder, ergriff nach und nach alle Glieder des Hauses, und Rat wusste niemand, wohl aber, dass dem, mit dem man sich eingelassen, nicht zu trauen sei. Je näher die verhängnisvolle Stunde kam, umso näher drängte das arme Weibchen sich zu Gott, umklammerte nicht mit den Armen allein, sondern mit dem Leibe und der Seele und aus ganzem Gemüte die heilige Mutter, bittend um Schutz ihres gebenedeiten Sohnes willen. Um ihr ward immer klarer, dass ein Leben und Sterben in jeder Not der größte Trost bei Gott sei, denn wo der sei, da dürfe der Böse nicht sein und hätte keine Macht. Immer deutlicher trat der Glaube vor dessen Seele, dass, wenn ein Priester des Herrn mit dem Allerheiligsten, dem heiligsten Leibe des Erlösers bei der Geburt zugegen wäre und bewaffnet mit kräftigen Bannsprüchen, so dürfte kein böser Geist sich nahen. Und alsobald könnte der Priester das neugeborene Kind mit dem Sakramente der Taufe versehen, was die damalige Sitte erlaubte. Dann wäre das arme Kind der Gefahr für immer entrissen, welche die Vermessenheit der Väter über ihn gebracht. Dieser Glaube stieg auch bei den anderen auf, und der Jammer des jungen Weibes ging ihnen zu Herzen. Aber sie scheuten sich, den Priester ihre Pacht mit dem Satan zu bekennen. Und niemand war seither zur Beichte gegangen, und niemand hat ihm Rede gestanden. Es war ein gar frommer Mann, selbst die Ritter des Schlosses trieben keinen Kurzweil mit ihm. Er aber sagte ihnen die Wahrheit. Wenn einmal die Sache getan sei, so könne er sie nicht mehr hindern, hatten die Bauern gedacht. Aber jetzt war da doch niemand gerne der Erste, der es ihm sagte. Das Gewissen sagte ihnen wohl warum. Endlich drang einem Weibe der Jammer zu Herzen. Es lief hin und offenbarte dem Priester den Handel und des armen Weibes Wunsch. Gewaltig entsetzte sich der fromme Mann, aber mit leeren Worten verlor er die Zeit nicht. Kühn trat er für eine arme Seele in den Kampf mit dem gewaltigen Widersacher. Er war einer von denen, die den härtesten Kampf nicht scheuen, weil sie gekrönt werden wollen mit der Krone des ewigen Lebens. Und weil sie wohl wissen, es werde keiner gekrönet, er kämpfe denn recht. Ums Haus, in welchem das Weib ihrer Stunde harrte, zog er den heiligen Baum mit geweihtem Wasser, den böse Geister nicht überschreiten dürfen, segnete die Schwelle ein, die ganze Stube, und ruhig gebar das Weib, und ungestört taufte der Priester das Kind. Ruhig blieb es auch draußen, am klaren Himmel flimmerten die hellen Sterne, leise Lüfte spielten in den Bäumen. Ein wiehernd Gelächter wollten die einen gehört haben von ferne her, die anderen aber meinten, es seien nur die Käuzlein gewesen an des Waldes Saum. Alle, die da waren, aber freuten sich höchlich, und alle Angst war verschwunden. Auf immer, wie sie meinten, hatten sie den Grünen einmal angeführt, so konnte sie es immer tun mit dem gleichen Mittel. Ein großes Mahl war zugerichtet, weither wurden die Gäste entboten. Umsonst mahnte der Priester des Herrn von Schmaus und Jubel ab, mahnte zu zagen und zu beten, dennoch sei der Feind nicht besiegt, Gott nicht gesühnt. Es sei ihm im Geiste, als dürfe er ihn keine Buße zur Sühnung auferlegen, als nahe sich eine Buße gewaltig und schwer aus Gottes selbsteigener Hand. Aber sie hörten ihn nicht, wollten ihn befriedigen mit Speise und Trank. Er aber ging betrübt weg, bat für die, welche nicht wüssten, was sie täten, und rüstete sich, mit Beten und Fasten zu kämpfen, als ein getreuer Hirt für die anvertraute Herde.
Mitten unter den Jubilierenden ist auch Christine gesessen. Aber sonderbar stille, mit glühenden Wangen, düstern Augen, seltsam sah man es zucken in ihrem Gesichte. Christine war bei der Geburt zugegen gewesen, als erfahrene Wehmutter, war bei der plötzlichen Taufe zu Gevatter gestanden, mit frechem Herzen, ohne Furcht. Aber wie der Priester das Wasser sprengte über das Kind und es taufte in den drei höchsten Namen, da war es ihr, als drücke man ihr plötzlich ein feurig Eisen auf die Stelle, wo sie des grünen Kuss empfangen. In jähem Schrecken war sie zusammengezuckt, das Kind fast zur Erde gefallen, und seither hatte der Schmerz nicht abgenommen, sondern ward glühender von Stunde zu Stunde. Anfangs war sie stille gesessen, hatte den Schmerz erdrückt und heimlich die schweren Gedanken gewälzt in ihrer erwachten Seele. Aber immer häufiger fuhr sie mit der Hand nach dem brennenden Fleck, auf dem ihr eine giftige Wespe zu sitzen schien, die ihr einen glühenden Stachel bohre bis ins Mark hinein. Als keine Wespe zu verjagen war, die Stiche immer heißer wurden, die Gedanken immer schrecklicher, da begann Christine, ihre Wange zu zeigen, zu fragen, was darauf zu sehen sei, und immer von Neuem frug Christine, aber niemand sah etwas. Und bald mochte niemand mehr mit dem Spähen auf den Wangen die Lust sich verkürzen. Endlich konnte sie noch ein alt Weib erbitten. Eben krähte der Hahn, der Morgen graute. Da sah die Alte auf Christines Wange einen fast unsichtbaren Fleck. Es sei nichts, sagte die, das werde schon vergehen, und ging weiter. Und Christine wollte sich trösten, es sei nichts und werde bald vergehen, aber die Pein nahm nicht ab. Und unmerklich wuchs der kleine Punkt, und alle sahen ihn und frugen sie, was es da Schwarzes gäbe in ihrem Gesichte. Sie dachten nichts Besonderes, aber die Reden fuhren ihr wie Stiche ins Herz, weckten die schweren Gedanken wieder auf, und immer musste sie denken, dass auf den gleichen Fleck der Grüne sie geküsst und dass die gleiche Glut, die damals wie ein Blitz durch ihr Gebein gefahren, jetzt bleibend in demselben brenne und zehre. So wich der Schlaf von ihr, das Essen schmeckte ihr wie Feuerbrand, und stets lief sie hierhin, dorthin, suchte Trost und fand keinen, denn der Schmerz wuchs immer noch und der schwarze Punkt ward größer und schwärzer. Einzelne dunkle Streifen liefen von ihm aus, und nach dem Munde hin schien sich auf dem runden Flecke ein Höcker zu pflanzen. So litt und lief Christine manchen langen Tag und manche lange Nacht und hatte keinen Menschen die Angst ihres Herzens geoffenbart und was sie vom Grünen auf diese Stelle erhalten. Aber wenn sie gewusst hätte, auf welche Weise sich dieser Pein loswerden könnte, sie hätte alles im Himmel und auf Erden geopfert. Sie war von Natur aus ein vermessen Weib, jetzt aber erwildet in wütendem Schmerze. Da geschah es, dass wiederum ein Weib ein Kind erwartete. Diesmal war die Angst nicht groß, die Leute wohlgemut. Sobald sie zu rechter Zeit für den Priester sorgten, meinten sie, des Grünen spotten zu können. Nur Christine war es nicht so. Je näher der Tag der Geburt kam, desto schrecklicher ward der Brand auf ihrer Wange, desto mächtiger dehnte der schwarze Punkt sich aus. Deutliche Punkte streckte er von sich aus, kurze Haare trieb er empor, glänzende Punkte und Streifen erschienen auf seinem Rücken und zum Kopfe ward der Höcker. Und glänzend und giftig blitzte es aus demselben wie aus zwei Augen hervor. Laut aufschrien alle, wenn sie die giftige Kreuzspinne sahen auf Christines Gesicht, und voll Angst und Grauen flohen sie, wenn sie sahen, wie sie fest saß im Gesichte und aus demselben herausgewachsen. Allerlei redeten die Leute, der eine riet dies, der andere ein anderes, aber alle mochten Christine gönnen, was es auch sein mochte, und alle wichen ihr aus und flohen sie, wo es nur möglich war. Je mehr die Leute flohen, desto mehr trieb es Christine ihnen nach. Sie fuhr von Haus zu Haus, sie fühlte wohl, der Teufel mahne sie an das verheißene Kind und, um das Opfer den Leuten einzureden mit unumwundbaren Worten, fuhr sie ihnen nach in Höllenangst. Aber das kümmerte die anderen wenig. Was Christine peinigte, tat ihnen nicht weh, was sie litt, hatte nach ihrer Meinung sie verschuldet, und wenn sie ihr nicht mehr entrinnen konnten, so sagten sie zu ihr, »Da, siehe du zu, keiner hat dein Kind verheißen, darum gibt es auch keiner eins.« Mit wütender Rede setzte sie dem eigenen Manne zu. Dieser floh wie die anderen, und wenn er nicht mehr fliehen konnte, so sprach er Christine kaltblütig zu, das werde sich schon bessern, das sei ein Mahlzeichen, wie gar viele Menschen deren hätten, wenn es einmal ausgewachsen sei, so höre der Schmerz auf, und leicht sei es dann abzubinden.
Unterdessen aber hörte der Schmerz nicht auf. Jedes Bein war ein Höllenbrand, der Spinne Leib, die Hölle selbst, und als des Weibes erwartete Stunde kam, da war es Christina, als umwalle sie ein Feuermeer, das wüten feurige Messer in ihrem Mark, als führen feurige Wirbelwinde durch ihr Gehirn. Die Spinne aber schwoll an, bäumte sich auf und zwischen den kurzen Borsten hervorquollen giftig ihre Augen. Als Christine in ihrer glühenden Pein nirgends Teilnahme, die Kreisende wohl bewacht fand, da stürzte sie einer Wirbelsinnigen gleich den Weg entlang, den die Priester kommen mussten. Raschen Schrittes kam derselbe der Halde entlang, begleitet vom handfesten Siegrist. Die heiße Sonne und der steile Weg hemmten die Schritte nicht, denn es galt, eine Seele zu retten, ein unendliches Unglück zu wenden, und vom entfernten Kranken kommend, bangte dem Priester vor schrecklicher Säumnis. Verzweifelnd warf Christine sich ihm in den Weg, umfasste seine Knie, bat um Lösung aus ihrer Hölle, um das Opfer des Kindes, das noch kein Leben kenne, und die Spinne schwoll noch höher auf, funkelte schrecklich schwarz in Christines rot angelaufenem Gesichte, und mit grässlichen Blicken glotzte sie nach des Priesters heiligen Geräten und Zeichen. Dieser aber schob Christine rasch zur Seite und schlug das heilige Zeichen. Er sah da den Feind wohl, aber er ließ den Kampf, um eine Seele zu retten. Christine aber fuhr auf, stürmte ihm nach und versuchte das Äußerste. Doch des Siegristen starke Hand hielt das wütende Weib vom Priester ab. Und zur Zeit noch konnte er das Haus schützen, in geweihte Hände das Kind empfangen und in die Hände dessen legen, den die Hölle nie überwältigt. Draußen hatte unterdessen Christine einen schrecklichen Kampf gekämpft. Sie wollte das Kind ungetauft in ihre Hände, sie wollte hinein ins Haus, aber starke Männer wehrten es. Windstöße stießen an das Haus, der fahle Blitz umzüngelte es, aber die Hand des Herrn war über ihm. Es wurde das Kind getauft, und Christine umkreiste vergeblich und machtlos das Haus. Von immer wilderer Höllenqual ergriffen, stieß sie Töne aus, die nicht Tönen glichen aus einer Menschenbrust. Das Vieh schlotterte in den Ställen und riss von den Stricken, die Eichen am Walde rauschten auf, sich entsetzend. Im Hause begann der Jubel über den neuen Sieg des grünen Ohnmacht, seine Helfershelferin vergeblich ringen, draußen aber lag Christine von entsetzlicher Pein zu Boden geworfen, und in ihrem Gesichte begannen Wehen zu kreisen, wie sie noch keine Wöchnerin erfahren auf Erden, und die Spinne im Gesichte schwoll immer höher auf und brannte immer glühender durch ihr Gebein. Da war es Christine, als ob plötzlich das Gesicht ihr platze, als ob glühende Kohlen geboren würden, in demselben lebendig würden, ihr gramselnden über das Gesicht weg, über alle Glieder weg, als ob alles an ihm lebendig würde und glühend gramsle über den ganzen Leib weg. Da sah sie in des Blitzes fahlem Scheine, langbeinig, giftig, unzählbar, schwarze Spinnchen laufen über ihre Glieder hinaus in die Nacht. Und den Entschwundenen liefen langbeinig, giftig, unzählbar andere nach. Endlich sah sie keine mehr den früheren Folgen. Der Brand im Gesichte legte sich, die Spinne ließ sich nieder, ward zum fast unsichtbaren Punkte wieder, schaute mit erlöschenden Augen ihrer Höllenbrut nach, die sie geboren hatte und ausgesandt, zum Zeichen, wie der Grüne mit sich spaßen lasse. Matt, einer Wöchnerin gleich, schlich Christine nach Hause. Wenn schon die Glut so heiß nicht mehr brannte auf dem Gesicht, die Glut im Herzen hatte nicht abgenommen. Wenn schon die matten Glieder nach Ruhe sich sehnten, der Grüne ließ ihr keine Ruhe mehr. Wen er einmal hat, dem macht er es so. Drinnen im Hause aber, da jubelten sie und freuten sich und hörten lange nicht, wie das Vieh brüllte und tobte im Stalle. Endlich fuhren sie doch auf. Man ging nachzusehen, schreckensblass kamen die wieder, die gegangen waren, und brachten die Kunde, die schönste Kuh liege tot, die übrigen tobten und wüteten, wie sie es nie gesehen. Das heißt nicht richtig, etwas Absonderliches weilte da. Da verstummte der Jubel. Alles lief nach dem Vieh, dessen Gebrüll erscholl über Berg und Tal. Aber keiner hatte Rat. Gegen den Zauber versuchte man weltliche und geistliche Künste, aber alle umsonst. Ehe noch der Tag graute, hatte der Tod das sämtliche Vieh im Stalle gestreckt. Wie es aber hier stumm wurde, so begann es hier zu brüllen und dort zu brüllen. Die da waren, hörten, wie in ihre Stelle die Not gebrochen, wählig das Vieh seinen Meister zu Hilfe rief in seiner grausamen Angst.
als ob die Flamme aus ihrem Dache schlüge, eilten sie heim. Aber Hilfe brachten sie keine. Hier wie dort streckte der Tod das Vieh. Wehgeschrei von Menschen und Tieren erfüllten Berge und Täler, und die Sonne, welches das Tal so fröhlich verlassen, sah in entsetzlichen Niemal hinein. Als die Sonne schien, sahen endlich die Menschen, wie es in den Ställen, in denen das Vieh gefallen war, Wimmle von zahllosen schwarzen Spinnen. Diese krochen über das Vieh, das Futter, und was sie berührten, war vergiftet, und was lebendig war, begann zu toben, ward bald vom Tode gestreckt. Von diesen Spinnen konnte man keinen Stall, in dem sie waren, säubern. Es war, als wüchsen sie aus den Boden herauf. Konnte kein Stall, in dem sie noch nicht waren, vor ihnen behüten, und versehens krochen sie aus allen Wänden, fielen haufenweise von der Diele. Man trieb das Vieh auf die Weiden, man trieb es nur dem Tod in den Rachen, denn, wie eine Kuh auf einer Weide den Fuß setzte, so begann es lebendig zu werden am Boden. Schwarze, langbeinige Spinnen sprosten auf, schreckliche Alpenblumen krochen auf am Vieh, und ein fürchterlich wehlig Geschrei erscholl von den Bergen nieder zu Tale. Und alle diese Spinnen sahen der Spinne auf Christines Gesicht ähnlich, wie Kinder der Mutter. Und solche hatte man noch keine gesehen. Das Geschrei der armen Tiere war auch zum Schlosse gedrungen, und bald kamen ihm auch Hirten nach, verkündend, dass ihr Vieh gefallen von den giftigen Tieren, und in immer höherem Zorne vernahm der von Stoffeln, wie Herde um Herde verloren gegangen, vernahm, welche Pacht man mit dem Grünen gehabt, wie man ihn zum zweiten Male betrogen und wie die Spinnen ähnlich seien wie Kinder der Mutter, der Spinne in der Lindauerin Gesicht, die mit dem Grünen den Bund gemacht, alleine und nie rechten Bericht darüber gegeben. Da ritt der von Stoffeln in grimmigem Zorn den Berg hinauf und donnerte die Armen an, dass er nicht um ihretwillen Herde und Herde verlieren wolle. Was sehr geschädigt worden, müssten sie ersetzen, und was sie versprochen, das müssten sie halten, was sie freiwillig getan, das müssten sie tragen. Schaden leiden ihretwegen wolle er nicht, oder leide er, so müssten sie ihm büßen tausendfältig. Sie könnten sich vorsehen. So redete er zu ihnen, unbekümmert um das, was er ihnen zumutete. Und dass er sie dazu getrieben, fiel ihm nicht bei, nur was sie getan, rechnete er ihnen zu. Den meisten war es schon aufgedämmert, dass die Spinnen eine Plage des Bösen seien, eine Mahnung, den Pacht zu halten, und dass Christine Näheres darum wissen müsste, ihnen nicht alles gesagt hätte, was sie mit dem Grün verhandelt. Nun zitterten sie wieder vor dem Grünen, lachten seiner nicht mehr, zitterten vor ihrem weltlichen Herrn. Wenn sie diese befriedigten, was sagte der geistliche Herr dazu? Erlaubte er es, und hätte er dann keine Buße für sie? So in der Angst versammelten sich die Angesehensten in einsamer Scheuer. Und Christine musste kommen und klaren Bescheid geben, was sie eigentlich verhandelt. Christine kam. Verwildert, rachedurstig, aufs Neue von der wachsenden Spinne gefoltert. Als sie das Zagen der Männer sah und keine Weiber, da erzählte sie punktum, was ihr begegnet, wie der Grüne sie schnell beim Worte genommen und ihr zum Pfande einen Kuss gegeben, den sie nicht mehr geachtet als andere. Wie ihr jetzt auf denselbigen Fleck die Spinne gewachsen sei, unter Höllenpein vom Augenblick an, als man das erste Kind getauft. Wie die Spinne, als man das zweite Kind getauft und den Grünen genaht, unter Höllenwehen die Spinnen geboren in ungemessener Zahl. Denn narren lasse er sich nicht ungestraft, wie sie es fühle in tausendfachen Todesschmerzen. Jetzt wachse die Spinne wieder, die Pein mehre sich, und wenn das nächste Kind nicht des Grün werde, so wisse niemand, wie grässlich die einbrechende Plage sei, wie grässlich des Ritters Rache. So erzählte Christine, und die Herzen der Männer bebten. Und lange wollte keiner reden. Nach und nach kamen aus den angstgepressten Kehlen abgebrochene Laute hervor. Und wenn man sie zusammensetzte, so meinten sie gerade, was Christine meinte, aber kein Einzelner hätte seine Einwilligung gegeben in ihren Rat. Nur einer stund auf und redete kurz und deutlich. Das Beste schien ihm, Christine totzuschlagen. Sei einmal die tot, so könnte der Grüne an der Toten sich halten, hätte keine Handhabe mehr an den Lebendigen. Da lachte Christine wild auf, trat ihm unter das Gesicht und sagte, er solle zuschlagen, ihr sei es recht, aber der Grüne wolle nicht sie, sondern ein ungetauftes Kind, und wie er sie gezeichnet, ebenso gut könne er die Hand zeichnen, die an ihr sich vergreife.
Da zuckte in des Mannes Hand, der allein geredet. Er setzte sich und hörte schweigend dem Rate der anderen. Und abgebrochen, wo keiner alles sagte, sondern jeder nur etwas, das wenig bedeuten sollte, kam man überein, das nächste Kind zu opfern. Aber keiner wollte seine Hand bieten dazu, niemand das Kind an den Kirchstalden tragen, wo man die Buchen hingelegt hatte. Zum allgemeinen Besten, wie sie meinten, den Teufel zu brauchen, hatte keiner sich gescheut, aber persönliche Bekanntschaft mit ihm zu machen, begehrte keiner. Da erbot sich Christine willig dazu, denn hatte man einmal mit dem Teufel zu tun gehabt, so konnte es das zweite Mal wenig mehr schaden. Man wusste wohl, wer das nächste Kind gebären sollte, aber man redete nicht davon, und der Vater desselben war nicht zugegen. Verständigt, mit und ohne Worte, ging man auseinander. Das junge Weib, welches in jener grauenvollen Nacht, wo Christines Bericht vom Grün brachte, gezaget und geweint hatte, es wusste damals nicht warum, erwartete nun das nächste Kind. Die früheren Vorgänge machten es nicht getrost und zuversichtlich. Eine unnennbare Angst lag auf seinem Herzen, es konnte sie weder mit Beten noch Beichten wegbringen. Ein verdächtiges Schweigen schien es zu umringen, niemand sprach von der Spinne mehr, verdächtig schien ihm alle Augen, die auf ihm ruhten, schienen ihm zu berechnen die Stunde, in welcher sie seines Kindes habhaft werden, den Teufel versöhnen konnten. So einsam und verlassen fühlte es sich gegen die unheimliche Macht um sich. Kein Beistand hatte es als seine Schwiegermutter, eine fromme Frau, die zu ihm stund. Aber was vermag eine alte Frau gegen eine wilde Menge? Es hatte seinen Mann, der hatte alles Gute wohl versprochen, aber wie jammerte der um sein Vieh und gedachte so wenig des armen Weibes Angst. Es hatte der Priester verheißen zu kommen, so schnell und so früh zu kommen, als man ihn verlange, aber was konnte begegnen vom Augenblicke an, da man gesandt, bis dass er kam, und das arme Weib hatte keinen zuverlässigen Boten als den eigenen Mann, der ihm Schutz und Wache sein sollte. Das arme Weibchen wohnte noch dazu mit Christine in einem Hause, und ihre Männer waren Brüder. Und keine eigenen Verwandte hatte es, als Waise war es ins Haus gekommen. Man kann sich des armen Weibes Herzensangst denken. Nur im Beten mit der frommen Mutter fand es einiges Vertrauen, das alsobald wieder schwand, sobald es in die bösen Augen sah. Unterdessen war die Krankheit noch immer da, sie unterhielt den Schrecken. Freilich, nur hier und da fiel ein Stück, zeigten die Spinnen sich. Aber sobald bei jemand der Schreck nachließ, sobald irgendeiner dachte oder sagte, das Übel lasse von selbst nach, und man sollte sich wohl bedenken, ehe man an einem Kinde sich versündige, so flammte auf Christines Höllenpein. Die Spinne blähte sich hoch auf und dem, der so gedacht und geredet, kehrte mit neuer Wut der Tod in seine Herde ein. Ja, je näher die erwartete Stunde kam, umso mehr schien die Not wieder zuzunehmen, und sie erkannten, dass sie bestimmte Abrede treffen mussten, wie sie des Kindes sicher und sonderfehl sich bemächtigen könnten. Den Mann fürchteten sie am meisten, und Gewalt gegen ihn zu brauchen war ihnen zuwider. Da übernahm Christine, ihn zu gewinnen, und sie gewann ihn. Er wollte um die Sache nicht wissen, wollte seinem Weibe zu Willen sein, den Priester holen, aber nicht eilen, und was in seiner Abwesenheit vorgehe, danach wolle er nicht fragen. So fand er sich mit seinem Gewissen ab. Mit Gott wollte er sich durch Messen abfinden, und für des armen Kindes Seele sei vielleicht auch noch etwas zu tun, dachte er. Vielleicht gewinne der fromme Priester es dem Teufel wieder ab, dann seien sie aus dem Handel, hätten das ihre getan und den Bösen doch geprellt. So dachte der Mann. Und jedenfalls, es möge nun gehen, wie es wolle, so hätte er an der ganzen Sache keine Schuld, sobald er nicht mit selbsteigenen Händen dabei tätig sei. So war das arme Weibchen verkauft und wusste es nicht, hoffte mit Bangen nach Rettung. Und beschlossen im Rate der Menschen war der Stoß in sein Herz. Aber was der droben beschlossen hatte, das deckten noch die Wolken, die vor der Zukunft liegen. Es war ein gewitterhaftes Jahr und die Ernte gekommen. Alle Kräfte wurden angespannt, um in den heiteren Stunden das Korn unter das sichere Dach zu bringen. Es war ein heißer Nachmittag gekommen. Schwarze Häupter streckten die Wolken über die dunklen Berge empor. Ängstlich ums Dach flatterten die Schwalben. Dem armen Weibchen ward so eng und bang allein im Hause, denn selbst die Großmutter war draußen auf dem Acker zu helfen, mit dem Willen mehr als mit der Tat.
Da zuckte zweischneidend der Schmerz ihm durch Mark und Bein. Es dunkelte vor seinen Augen, es fühlte das Nahen seiner Stunde und war allein. Die Angst trieb es aus dem Hause. Schwerfällig schritt es dem Acker zu, aber bald musste es sich niedersetzen. Es wollte in die Ferne die Stimme schicken, aber diese wollte nicht aus der beklemmten Brust. Bei ihm war ein klein Bübchen, das erst seine Beinchen brauchen lernte, das noch nie auf seinen eigenen Beinen auf dem Acker gewesen war, sondern nur auf der Mutter Arm. Dieses Bübchen musste das arme Weib als seinen Boten brauchen, wusste nicht, ob es den Acker finden, ob seine Beinchen dahin ins Tragen würden. Aber das treue Bübchen sah, in welcher Angst die Mutter war, und lief und fiel und stand wieder auf, und die Katze jagte sein Kaninchen, Tauben und Hühner liefen ihm um die Füße, stoßend und spielend sprang sein Lamm ihm nach. Aber das Bübchen sah alles nicht, ließ sich nicht säumen und richtete treulich seine Botschaft aus. Atemlos erschien die Großmutter, aber der Mann säumt, nur das Fuder sollte er noch ausladen, hieß es. Eine Ewigkeit verstrich. Endlich kam er, und wiederum verstrich eine Ewigkeit, endlich ging er los auf den langen Weg, und in Todesangst fühlte das arme Weib, wie seine Stunde schneller und schneller nahte. Frohlockend hatte Christine draußen auf dem Acker allem zugesehen. Heiß brannte wohl die Sonne zu der schweren Arbeit, aber die Spinne brannte fast gar nicht mehr, und leicht schien ihr der Gang in den nächsten Stunden. Sie trieb fröhlich die Arbeit und eilte mit dem Heimgehen nicht, wusste sie doch, wie langsam der Bote war. Erst als die letzte Gabe geladen war und Windstöße das nahende Gewitter verkündeten, eilte Christine ihrer Beute zu, die ihr gesichert war, so meinte sie. Und als sie heimging, da winkte sie bedeutungsvoll manchen Begegnenden. Sie nickten ihr zu, trugen rasch die Botschaft heim. Da schlotterte manches die Knie, und manche Seele wollte beten in unwillkürlicher Angst, aber sie konnte nicht. Drinnen im Stübchen wimmerte das arme Weib, und zu Ewigkeiten wurden die Minuten, und die Großmutter vermochte den Jammer nicht zu stillen mit Beten und Trösten. Sie hatte das Stübchen wohl verschlossen und schwere Geräte vor die Tür gestellt. Solange sie allein im Hause waren, war es noch dabei zu sein, aber als sie Christine heimkommen sahen, als sie ihren schleichenden Tritt an der Türe hörten, als sie draußen noch manch anderen Tritt hörten und heimliches Flüstern, kein Priester sich zeigte, kein anderer treuer Mensch und näher der sonst so ersehnte Augenblick trat, da kann man sich denken, in welcher Angst die armen Weiber schwammen, wie in siedenden Öle, ohne Hilfe und ohne Hoffnung. Sie hörten, wie Christine nicht von der Tür wich. Es führte das arme Weib seiner wilden Schwägerin feurige Augen durch die Tür hindurch, und sie brannten es durch Leib und Seele. Da wimmerte das erste Lebenszeichen eines Kindes durch die Tür. Unterdrückt so schnell als möglich, aber zu spät. Die Tür flog auf von wütendem, vorbereitenden Stoße, und wie auf seinen Raub der Tiger stürzt, stürzt Christine auf die arme Wöchnerin. Die alte Frau, die dem Sturm sich entgegenwirft, fällt nieder. In heiliger Mutterangst rafft die Wöchnerin sich auf, aber der schwache Leib bricht zusammen. In Christines Händen ist das Kind. Ein grässlicher Schrei bricht aus dem Herzen der Mutter, dann hüllt sie in schwarze Schatten die Ohnmacht. Zagen und Grauen ergriff die Männer, als Christine mit dem geraubten Kinde herauskam. Das Ahnen einer grausen Zukunft ging ihnen auf, aber keiner hatte Mut, die Tat zu hemmen, und die Furcht vor des Teufels Plagen war stärker als die Furcht vor Gott. Nur Christine zagte nicht. Glühend leuchtete ihr Gesicht, wie es dem Sieger leuchtet, nach überstandenen Kämpfe. Es war, als ob die Spinne in sanftem Jucken ihr liebkose. Die Blitze, die auf ihrem Weg zum Kirchstalden sie umzüngelten, schienen ihr fröhliche Lichter. Der Donner ein zärtlich Grollen, ein lieblich Säuseln, der Rache schnaubende Sturm. Hans, des armen Weibes Mann, hatte sein Versprechen nur zu gut gehalten. Langsam war er seines Weges gegangen, hatte bedächtig jeden Acker beschaut, jedem Vogel nachgesehen, den Fischen im Bache abgewartet, wie sie sprangen und Mücken fingen vor dem einbrechenden Gewitter. Dann juckte er vorwärts, rasche Schritte tat er, einen Ansatz zum Springen nahm er. Es war etwas in ihm, das ihn trieb, das ihm die Haare auf dem Kopf emportrieb. Es war das Gewissen, das ihm sagte, was ein Vater verdiene, der Weib und Kind verrate. Es war die Liebe, die er doch noch hatte zu seinem Weibe und seiner Leibesfrucht. Aber dann hielt ihn wieder ein anderes, und das war stärker als das erste.
Es war die Furcht vor den Menschen, die Furcht vor dem Teufel und die Liebe zu dem, was dieser ihm nehmen konnte. Dann ging er wieder langsamer, langsam wie ein Mensch, der seinen letzten Gang tut, der zu seiner Richtstätte geht. Vielleicht war es auch so, weiß doch gar mancher Mensch nicht, der seinen letzten Gang nicht tut, wenn er es wüsste, er täte ihn nicht oder anders. So war es spät geworden, ehe er auf Sumiswald kam. Schwarze Wolken jagten über den Münneberg her, schwere Tropfen fielen, versenkten im Staube und dumpf begann das Glöcklein im Turme die Menschen zu mahnen, dass sie denken möchten an Gott und ihn bitten, dass er sein Gewitter nicht zum Gerichte werden lasse über sie. Vor seinem Hause stand der Priester, zu jeglichem Gange gerüstet, damit er bereit sah, wenn sein Herr, der über seinem Haupte daherfuhr, zu einem Sterbenden oder einem brennenden Hause oder sonst wohin ihn rufe. Als er Hans kommen sah, erkannte er den Ruf zum schweren Gang, schürzte sein Gewand und sandte Botschaft seinem Leutnant Sigrist, dass er sich ablösen lasse am Glockenstrang und sich einfinde zu seinem Begleit. Unterdessen stellte er Hans einen Labestrunk vor, so wohltätig nach raschem Lauf in schwüler Luft, dessen Hans nicht bedürftig war. Aber der Priester ahnte die Tücke des Menschen nicht. Bedächtig labte sich Hans. Zögernd fand der Sigrist sich ein und nahm gern teil an dem Tranke, den Hans ihm bot. Gerüstet stand vor ihm der Priester, verschmähend jeden Trank, den er zu solchem Gang und Kampf nicht bedurfte. Er hieß ungern von der Kanne weggehen, die er aufgestellt, ungern verletzte er die Rechte des Gastes, aber er kannte ein Recht, das höher war als das Gastrecht. Das säumige Trinken fuhr ihm zornig durch die Glieder. Er sei fertig, sagte er endlich, ein bekümmert Weib harre und über ihm seine grauenvolle Untat, und zwischen das Weib und die Untat müsste er stehen mit heiligen Waffen. Darum sollten sie nicht säumen, sondern kommen, droben werde wohl noch etwas sein für den, der den Durst hier unten nicht gelöscht. Da sprach Hans, des harrenden Weibes Mann, es eile nicht so sehr, bei seinem Weibe gehe jede Sache schwer. Und alsobald flammte ein Blitz in die Stube, dass alle geblendet waren. Und ein Donner brach los überm Haus, dass jeder Posten am Haus, jedes Glied im Hause bebte. Da sprach der Sigrist, als er seinen Segensspruch vollendet: Hört, wie es macht draußen, und der Himmel hat selbst bestätigt, was Hans gesagt, dass wir warten sollen. Was nütze es, wenn wir gingen, lebendig kämen wir doch nimmer hinauf, und er selbst hat ja gesagt, dass bei seinem Weibe nicht so Eile habe. Und allerdings stürmte ein Gewitter daher, wie man in Menschengedenken nicht oft erlebt. Aus allen Schlünden und Gründen stürmte es heran, stürmte von allen Seiten, von allen Winden getrieben über Sumiswald zusammen, und jede Wolke war zum Kriegsheer. Und eine Wolke stürmte in die andere. Eine Wolke wollte der anderen leben, und eine Wolkenschlacht begann, und das Gewitter stund, und Blitz auf Blitz ward entbunden. Und Blitz auf Blitz schlug zur Erde nieder, als ob sie sich einen Durchgang bahnen wollten durch der Erde Mitte auf der Erde andere Seite. Ohne Unterlass brüllte der Donner, zornesvoll heulte der Sturm, geborsten war der Wolkenschoß, Fluten stürzten nieder. Als so plötzlich und gewaltig die Wolkenschlacht losbrach, da hatte der Priester dem Sigrist nicht geantwortet, aber sich nicht niedergesetzt, und ein immer steigendes Bangen ergriff ihn. Ein Drang kam ihn an, sich hinauszustürzen, in der Elemente toben, aber seiner Gefährten wegen zauderte er. Da ward ihm, als höre er durch das donnerschreckliche Stimme eines Weibes Mark durchschneidenden Weheruf. Da ward ihm plötzlich der Donner zu Gottes schrecklichem Scheltwort seiner Säumnis. Er machte sich auf, was auch die beiden anderen sagen mochten. Er schritt gefasst auf alles hinaus in den feurigen Wetter, in des Sturmes Wut, der Wolken Fluten. Langsam, unwillig, kamen die beiden ihm nach. Es sauste und brauste und tosete, als sollten diese Töne zusammenschmelzen zur letzten Posaune, der Weltenuntergang verkündet. Feurige Garben fielen über das Dorf, als sollte jede Hütte aufflammen. Aber der Diener dessen, der dem Donner seine Stimme gibt und den Blitz zu seinem Knechte hat, hat sich vor diesem Mitknecht des gleichen Herrn nicht zu fürchten. Und wer auf Gottes Wegen geht, kann getrost Gottes Wetter an das Seine überlassen. Darum schritt der Priester unerschrocken durch die Wetter dem Kirchstreiten zu, die geweihten, heiligen Waffen trug er bei sich, und bei Gott war sein Herz. Aber nicht in gleichem Mute folgten ihm die anderen, denn nicht an gleichen Orte war ihr Herz.
Sie wollten nicht die Kirschsteiden ab, nicht in solchem Wetter, nicht in später Nacht, und Hans hatte noch einen besonderen Grund, warum er nicht wollte. Sie baten den Priester, umzukehren, auf anderen Wegen zu gehen. Hans wusste nähere, der Siegrist bessere, beide warnten vor den Wassern im Tale, der aufgeschwollenen Grüne. Aber der Priester hörte nicht, achtete ihre Reden nicht. Von einem wunderbaren Drange getrieben, eilte er auf den Flügeln des Gebetes dem Kirschsteiden zu. Sein Fuß stieß an keinen Stein. Sein Auge war durch keinen Blitz geblendet, bebend und weit hinter ihm, gedeckt, wie sie meinten, durch das Heiligste, das der Priester selbst trug, folgten Hans und der Sigrist ihm nach. Als sie aber hinauskamen vor das Dorf, wo ins Tal hinunter der Steiden sich senkt, da steht der Priester plötzlich still und schirmt mit der Hand die Augen. Unterhalb der Kapelle schimmert in des Blitzes Schein eine rote Feder. Und des Priesters scharfes Auge sieht aus grünem Hage hervorgeragen ein schwarzes Haupt, und auf diesem schwankt die rote Feder. Und wie er noch länger schaut, sieht er am jenseitigen Abhange in schnellem Laufe, wie gejagt von des Windes wildesten Stoße, daherfliegen eine wilde Gestalt dem dunklen Haupte zu, auf dem einer Fahne gleich die rote Feder schwankte. Da lodert dem Priester auf, der heilige Kampfesdrang, der, sobald sie den Bösen ahnen, über die kommt, die gottgeweihten Herzens sind. Wie der Trieb über das Samenkorn kömmt, wenn das Leben in uns dringt, wie er in die Blume dringt, wenn sie sich entfalten soll, wie er über den Helden kömmt, wenn sein Feind das Schwert erhebt. Und wie der Lechzende in des Stromes kühle Flut, wie der Held zur Schlacht, stürzte der Priester den Steiden nieder, stürzte zum kühnsten Kampf, drang zwischen den Grünen und Christine, die eben das Kindlein in des anderen Arme legen wollte, mitten hinein, schmetterte zwischen sie die drei höchsten heiligen Namen, hält das Heiligste dem Grünen ans Gesicht, sprengt heiliges Wasser über das Kind und trifft Christine zugleich. Da fährt mit fürchterlichem Wehgeheul der Grüne von dann, wie ein glutroter Streifen zuckt er dahin, bis die Erde ihn verschlingt. Vom geweihten Wasser berührt, schrumpft mit entsetzlichem Zischen Christine zusammen, wie Wolle im Feuer, wie Kalch im Wasser, schrumpft zischend, flammensprühend zusammen, bis auf die schwarze, hoch aufgeschwollene, grauenvolle Spinne in ihrem Gesichte. Schrumpft mit dieser zusammen, zischt in diese hinein, und diese sitzt nun, giftestrotzend, trotzig, mitten auf dem Kinde und sprüht aus ihren Augen zornige Blitze dem Priester entgegen. Dieser sprengt ihr Weihwasser entgegen, es zischt wie auf heißem Steine gewöhnliches Wasser. Immer größer wird die Spinne, streckt immer weiter ihre schwarzen Beine aus über das Kind, glotzt immer giftiger den Priester an. Da fasst dieser in feurigen Glaubensmut nach ihr mit kühner Hand. Es ist, als wenn er griffe in glühende Stacheln hinein. Aber unerschüttert greift er fest, schleudert das Ungeziefer weg, fasst das Kind und eilt mit ihm Sonderweile der Mutter zu. Und wie sein Kampf zu Ende war, stillte sich auch der Kampf der Wolken. Sie eilten wieder in ihre dunklen Kammer. Bald flimmerten in stillem Sternenlicht das Tal, in dem kurz zuvor die wildeste Schlacht getobet. Und fast atemlos ereilte der Priester das Haus, in welchem an Mutter und Kind die Freveltat begangen worden. Dort war die Mutter noch ohnmächtig. Mit dem gellenden Schrei hatte sie ihr Leben fortgesendet. Neben ihr saß betend die Alte. Sie traute noch auf Gott, dass er mächtiger sei als der Teufel böse. Mit dem Kind brachte der Priester der Mutter auch das Leben zurück. Als sie erwachend das Kindlein wieder sah, durchfloss sie eine Wonne, wie sie nur die Engel im Himmel kennen. Und auf der Mutter Armen taufte der Priester das Kind im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und jetzt war es entrissen des Teufels Gewalt auf immer, bis es sich ihm freiwillig übergeben wollte. Aber vor dem hütete es Gott, in dessen Gewalt jetzt seine Seele übergeben worden, während der Leib von der Spinne vergiftet blieb. Bald schied seine Seele wieder, und wie mit Brandzeichen war das Leibchen gezeichnet. Die arme Mutter weinte wohl, aber wo jeder Teil wieder dahin geht, wo er hingehöret, zu Gott die Seele, zur Erde der Leib, da findet sich der Trost ein, früher dem, später jenem. Sobald der Priester sein heiliges Amt verrichtet hatte,
begann er ein seltsam Jucken zu fühlen in Hand und Arm, womit er die Spinne weggeschleudert hatte. Kleine schwarze Flecken sah er auf der Hand, sichtbarlich wurden sie größer und schwollen auf. Todesschauer rieselten ihm durchs Herz. Er segnete die Weiber und eilte heim, die heiligen Waffen wollte er als getreuer Streiter wieder dahin bringen, wo sie hingehörten, damit sie einem anderen nach ihm zur Hand seien. Hoch auf schwoll der Arm, schwarze Beulen quollen immer höher auf, er kämpfte mit des Todes Mattigkeit, aber er erlag ihr nicht. Als er an den Kirchstalten kam, da sah er Hans, den gottvergessenen Vater, von dem er nicht wusste, wo er geblieben, mitten im Wege auf dem Rücken liegen. Hochgeschwollen und brandschwarz war sein Gesicht, und mitten auf demselben saß, groß und schwarz und grausig, die Spinne. Als der Pfarrer kam, blähte sie sich auf, giftig bäumten sich die Haare auf ihrem Rücken, giftig und sprühend glotzten ihre Augen ihn an. Sie tat wie die Katze, wenn sie sich rüstet zu einem Sprung in ihrem Todesfeindgesicht. Da begann der Priester einen guten Spruch und hob die heiligen Waffen und die Spinne schrak zusammen, kroch langbeinig vom schwarzen Gesichte, verlor sich inzwischen im Grase. Darauf ging der Pfarrer voll ins Heim, stellte das Allerheiligste an seinen Ort und während wilde Schmerzen den Leib zu Tode rissen, harrte in süßem Frieden seine Seele ihres Gottes, für den sie recht gestritten, in kühnem Gotteskampfe. Und lange ließ Gott sich nicht harren. Aber solch süßer Friede, der still des Herrn hart, war hinten im Tale, war oben auf dem Bergen nicht. Von dem Anblicke an, als Christine mit dem geraubten Kinde den Berg hinuntergefahren war, dem Teufel zu, war heilloser Schrecken alle Herzen gefahren. Während dem fürchterlichen Ungewitter bebten die Menschen in den Schrecken des Todes, denn ihre Herzen wussten wohl, wenn Gottes Hand vernichtet über sie komme, so sei es mehr als wohlverdient. Als das Gewitter vorüber war, lief die Kunde von Haus zu Haus, wie der Pfarrer das Kindlein zurückgebracht und getauft, aber kein Hans, keine Christine gesehen wurden. Der graue Morgen fand lauter bleiche Gesichter. Und die schöne Sonne färbte sich nicht, denn alle wussten wohl, dass nun erst das Schrecklichste kommen werde. Da hörte man, dass mit schwarzen Beulen der Pfarrer gestorben, und man fand Hans mit schrecklichem Gesichte, und von der grässlichen Spinne in die Christine verwandelt worden, hörte man seltsam verwirrte Worte. Es war ein schöner Erntetag, aber keine Hand rührte sich zur Arbeit. Die Leute liefen zusammen, wie man es pflegt am Tage nach dem Tage, an welchem ein großes Unglück begegnet ist. Sie fühlten erst jetzt in ihren bebenden Seelen so recht, was es heiße, von irdischer Not und Plage mit einer unsterblichen Seele sich loskaufen zu wollen, fühlten, dass ein Gott im Himmel sei, der alles Unrecht, das armen Kindern, die sich nicht wehren können, angetan wird, fürchterlich räche. So stunden sie bebend zusammen und jammerten, und wer bei den anderen war, der durfte nicht mehr heim. Und doch war Zank und Streit unter ihnen. Und einer gab dem anderen Schuld, und jeder wollte abgemahnt und gewarnt haben, und jeder hatte nichts dawider, dass Strafe die Schuldigen treffe, sich und sein Haus wollte aber jeder ohne Strafe. Und wenn sie in diese schrecklichen Harren und Streiten ein neu unschuldig Opfer gewusst hätten, es wäre keiner gewesen, der nicht an demselben gefrevelt, in der Hoffnung, sich selbst zu retten. Da schrie mitten im Haufen einer entsetzlich auf. Es war ihm, als sei in einen glühenden Dorn getreten, als nagle man mit glühendem Nagel den Fuß an den Boden, als ströme Feuer durch das Mark seiner Gebeine. Der Haufe fuhr auseinander und alle Augen sahen nach dem Fuße, gegen den die Hand des Schreinen fuhr. Auf dem Fuße aber saß schwarz und groß die Spinne und glotzte giftig und schadenfroh in die Runde. Da starrte allen zuerst das Blut in den Adern. Der Atem in der Brust, der Blick im Auge und ruhig und schadenfroh glotzte die Spinne umher, und der Fuß ward schwarz und im Leibe war es, als kämpfe zischend und wütend Feuer mit Wasser. Die Angst sprengte die Fesseln des Schreckens, der Haufe stob auseinander. Aber in wunderbarer Schnelle hatte die Spinne ihren ersten Sitz verlassen und kroch diesem über den Fuß und jenem an die Ferse und Glut fuhr durch ihren Leib und ihr grässlich Geschrei jagte die Fliehenden noch heftiger. In Windeseile, in Todesschrecken, wie das gespenstische Wild vor der wilden Jagd, stürmen sie ihren Hütten zu. Und jeder meinte, hinter sich die Spinne
verrammelte die Tür und hörte doch nicht auf zu beben und in unsäglicher Angst. Und einen Tag war die Spinne verschwunden. Kein neues Todesgeschrei hörte man. Die Leute mussten die verrammelten Häuser verlassen, mussten Speise suchen fürs Vieh und sich. Sie taten es mit Todesangst. Denn wo war jetzt die Spinne? Und konnte sie nicht hier sein und unversehens auf den Fußis sitzen? Und wer am vorsichtigsten niedertrat und mit den Augen am schärfsten spähte, der sah die Spinne plötzlich sitzend auf Hand oder Fuß. Sie lief ihm übers Gesicht, saß schwarz und groß ihm auf der Nase und glotzte ihm in die Augen. Feurige Stacheln wühlten sich in sein Gebein, der Brand der Hölle schlug über ihn zusammen, bis der Tod ihn streckte. So war die Spinne bald nirgends, bald hier, bald dort, bald im Tale unten, bald auf den Bergen oben. Sie zischte durchs Gras, sie fiel von der Decke, sie tauchte aus dem Boden auf. Am hellen Mittage, wenn die Leuten um ihr Habermus saßen, erschien sie glotzend unten am Tisch. Und ehe die Menschen den Schrecken gesprengt, war sie allen über die Hände gelaufen, saß oben am Tisch auf des Hausvaters Haupte und glotzte über den Tisch die schwarz werdenden Hände weg. Sie fiel des Nachts den Leuten ins Gesicht, begegnete ihnen im Walde, suchte sie heim im Stalle. Die Menschen konnten sie nicht meiden, sie war nirgends und allenthalben, konnten im Wache vor ihr sich nicht schützen, waren schlafend vor ihr nicht sicher. Wenn sie am sichersten sich wenden unter freiem Himmel auf eines Baumes Gipfel, so kroch Feuer ihnen den Rücken auf, der Spinne feurige Füße fühlte sie im Nacken, sie glotzten ihn über die Achsel. Das Kind in der Wiege, den Greis auf dem Sterbebette schonte sie nicht. Es war ein Sterbet, wie man noch von keinem wusste, und das Sterben daran war schrecklicher, als man es je erfahren, und schrecklicher noch als das Sterben war die namenlose Angst vor der Spinne, die allenthalben war und nirgends, die, wenn man am sichersten sich wähnte, einen Tod bringend plötzlich in die Augen glotzte. Die Kunde von diesem Schrecken war natürlich also bald ins Schloss gedrungen und hatte auch dorthin Schreck und Streit gebracht, soweit er bei den Regeln des Ordens stattfinden konnte. Dem von Stoffeln machte es bange, dass auch sie ebenso heimgesucht werden möchten wie früher ihr Vieh. Und der verstorbene Priester hatte manches geäußert, welches ihm jetzt die Seele aufrührte. Er hatte ihm manchmal gesagt, dass alles Leid, welches er den Bauern antue, auf ihn zurückfahre. Aber er hat es nie geglaubt, weil er meinte, Gott werde einen Unterschied zu machen wissen zwischen einem Ritter und einem Bauer, hätte er sie doch sonst nicht so verschieden erschaffen. Aber jetzt ward ihm doch Angst, es gehe nach des Priesters Wort, gab harte Worte seinen Rittern und meinte, es käme jetzt schwere Strafe ihrer leichtfertigen Worte wegen. Und einer schob es dem anderen zu. Und wenn's auch keiner sagte, so meinten's doch alle, das gehe eigentlich nur den von Stoffeln an. Denn wenn man es recht nehme, so sei der an allem schuld. Und neben diesem sahen sie einen jungen Polenritter an, der hatte eigentlich die meisten leichtfertigen Worte über das Schloss gesprochen und den von Stoffeln am meisten gereizt zum neuen Bau und vermessenen Schattengange. Der war noch sehr jung, aber der wildeste von allen, und wenn's eine vermessene Tat galt, so war er voran. Er war wie ein Heide und fürchtete weder Gott noch Teufel. Der merkte wohl, was die anderen meinten, aber ihm nichts sagen durften, merkte auch ihre heimliche Angst. Darum höhnte er sie und sagte, wenn sie vor einer Spinne sich fürchteten, was sie dann gegen Drachen machen wollten. Dann wappnete er sich gut und ritt ins Tal hinauf, sich vermessend nicht zurückkehren zu wollen, bis sein Ross die Spinne zertreten, seine Faust sie zerdrückt. Wilde Hunde sprangen um ihn her, der Falke saß ihm auf der Faust, am Sattel hing die Lanze, lustig bäumte sich das Pferd. Halb schadenfroh, halb ängstlich sah man ihn aus dem Schlosse reiten und gedachte der nächtlichen Wache auf Bärhegen, wo die Kraft der weltlichen Waffen gegen diesen Feind so schlecht sich bewährt hatte. Er ritt am Saume eines Tannenwaldes dem nächsten Gehöft zu, scharfen Auges spähend um und über sich. Als er das Haus erblickte, Leute darum, rief er den Hunden, machte das Haupt des Falken frei, lose klirrte in der Scheide der Dolch. Wie der Falke die geblendeten Augen zum Ritter kehrte, seines Wirkens gegenwärtig, prallte er ab der Faust und schoss in die Luft. Die hergesprungenen Hunde heulten auf und suchten mit dem Schweife zwischen den Beinen das Weite. Vergebens ritt und rief der Retter, seine Tiere seien nicht wieder. Da ritt er den Menschen zu,
wollte Kunde einziehen. Sie stunden ihm, bis er nahe kam. Da schrien sie grässlich auf und flohen in Wald und Schlucht, denn auf des Ritters Helm saß, schwarz in übernatürlicher Größe, die Spinne und glotzte giftig und schadenfroh ins Land. Was er suchte, das trug der Ritter und wusste es nicht. In glühendem Zorne rief und ritt er den Menschen nach, rief immer wütender, ritt immer toller, brüllte immer entsetzlicher, bis er und sein Ross über eine Floh hinab zu Tale stürzten. Dort fand man Helm und Leib, und durch den Helm hindurch hatte die Füße der Spinne sich gebrannt, dem Ritter bis ins Gehirn hinein, den schrecklichsten Brand ihm dort entzündet, bis er den Tod gefunden. Da kehrte der Schreck erst recht ein ins Schloss. Sie schlossen sich ein und fühlten sich doch nicht sicher. Sie suchten nach geistigen Waffen, fanden aber lange niemand, der sie zu führen wusste und zu führen wagte. Endlich ließ sich ein ferner Pfaffe locken mit Geld und Wort. Er kam und wollte ausziehen mit heiligem Wasser und heilige Sprüche gegen den bösen Feind. Dazu aber erstärkte er sich nicht mit Gebet und Fasten, sondern er tafelte des Morgens früh mit den Rittern und zählte die Becher nicht und lebte wohl an Hirsch und Bär. Dazwischen redete er viel von seinen geistigen Heldentaten und die Ritter von ihren weltlichen. Und die Becher zählte man sich nicht nach und die Spinne vergaß man. Da löschte auf einmal alles Leben aus. Die Hände hielten erstarrt Becher oder Gabel, der Mund blieb offen stehen, stier waren die Augen auf einen Punkt gerichtet. Nur der von Stoffeln trank den Becher leer und erzählte von einer Heldentat im Heidenlande. Aber auf seinem Kopfe saß groß die Spinne und glotzte um den Rittertisch. Aber der Ritter fühlte sie nicht. Da begann die Glut zu strömen durch Gehirn und Blut. Grässlich schrie er auf, fuhr mit der Hand nach dem Kopfe, aber die Spinne war nicht mehr dort, war in ihrer schrecklichen Schnelle den Rittern allen über ihre Gesichter gelaufen. Keiner konnte es wehren. Einer nach dem anderen schrie auf, von Glut verzerrt und von des Pfaffen Glatze nieder, glotzte sie in den Gräuel hinein. Und mit dem Becher, der nicht aus seiner Hand wollte, wollte der Pfaffe den Brand löschen. Der loderte vom Kopf herab durch Mark und Bein. Aber der Waffe trotzte die Spinne und glotzte von ihrem Throne herab in die Gräuel, bis der letzte Ritter den letzten Schrei ausgestoßen, am letzten Atemzug geendet. Im Schlosse blieben nur wenige Diener verschont, die Nihon mit den Bauern getrieben. Sie erzählten, wie schrecklich es gegangen. Das Gefühl, dass den Rittern ihr Recht geschehen, tröstete aber die Bauern nicht. Der Schreck ward immer größer, grässlicher. Mancher suchte zu fliehen, die einen wollten das Tal verlassen, aber gerade die fielen der Spinne zu. Auf dem Wege fand man ihre Leichname. Andere flohen auf die hohen Berge, aber droben vor ihnen war die Spinne, und wenn sie sich gerettet glaubten, so saß ihnen die Spinne im Nacken oder im Gesicht. Das Untier ward immer boshafter, immer teuflischer. Es überraschte nicht mehr unerwartet, brannte nicht mehr unversehens den Tod ein. Es saß vor dem Menschen im Grase, hing über ihm am Baume, glotzte giftig ihn an. Dann floh der Mensch, soweit seine Füße ihn trugen, und stund er atemlos stille, so saß die Spinne vor ihm und glotzte giftig ihn an. Floh er abermals und musste er abermals die Schritte hemmen, so saß sie wieder vor ihm und konnte er nicht mehr fliehen. Dann erst kroch sie langsam an ihn heran und gab ihm den Tod. Da versuchte wohl mancher in der Verzweiflung Widerstand, und ob die Spinne nicht zu töten sei, warf zentnerige Steine auf sie, wenn sie vor ihm im Grase saß, schlug mit Keulen, mit Beilen nach ihr, aber alles umsonst. Der schwerste Stein erdrückte sie nicht, das schärfste Beil verletzte sie nicht, unversehens sah sie dem Menschen ins Gesicht, und versehrt kroch sie an ihn heran, Flucht, Widerstand, alles war eitel. Da ging alles Hoffen aus, und Verzweiflung füllte das Tal, saß auf den Bergen. Ein einziges Haus hatte das Untier bis dahin verschont und war nie in demselben erschienen. Es war das Haus, in welchem Christine gewohnt, aus welchem sie das Kindlein geraubet. Ihren eigenen Mann hatte sie auf einsamer Weide angefallen. Dort fand man seinen Leichnam, grässlich zugerichtet wie keinen anderen, seine Züge zerrissen in unaussprechlichem Schmerze. An ihm hatten sie ihren grässlichsten Zorn ausgelassen, das grässlichste Wiedersehen dem Ehemanne bereitet. Aber wie es zuging, hat niemand gesehen. Zum Hause war sie noch nicht gekommen. Ob sie es bis zuletzt sparen wollte oder ob sie sich scheute davor,
Das erriet man nicht. Aber nicht weniger als an anderen Orten war die Angst eingekehrt. Das fromme Weibchen war genesen und es zagte nicht für sich, aber fast sehr um sein treues Bübchen und dessen Schwesterchen und wachte über sie Tag und Nacht. Und die treue Großmutter teilte Sorgen und Wachen. Und gemeinsam beteten sie zu Gott, dass er ihnen ihre Augen offen halten möchte zur Wache, dass er sie erleuchten und stärken möchte zur Rettung der unschuldigen Kindlein. Oft war es ihnen, wenn sie so wachten, lange Nächte durch, als sähen sie die Spinne glimmen und glitzern im dunklen Winkel, als glotze sie zum Fenster herein. Dann ward ihre Angst groß, denn sie wussten keinen Rat, wie vor der Spinne die Kindlein schützen, und umso brünstiger baten sie Gott um seinen Rat und Beistand. Sie hatten allerlei Waffen zur Hand gelegt, aber wie sie hörten, dass der Stein seine Schwere, das Beil seine Schärfe verliere, sie wieder beiseite gelegt. Da kam es der Mutter immer deutlicher vor, immer lebendiger in den Sinn. Wenn jemand es wagen würde, die Spinne mit der Hand zu fassen, so vermöchte man sie zu überwältigen. Sie hörte auch von Leuten, die, als der Stein nichts half, mit der Hand sie zu erdrücken versuchten, allein vergeblich. Ein grässlicher Glutstrom, der durch Hand und Arm zuckte, tilgte jede Kraft und brachte den Tod ins Herz. Es kam ihr auch vor, zu erdrücken vermöchte sie die Spinne nicht, aber sie erfassen dürfte sie wohl. Und so viel Kraft würde ihr Gott verleihen, dieselbe irgendwo hinzutun, sie unschädlich zu machen. Sie hatte schon oft gehört, wie kundige Männer Geister eingesperrt hätten in ein Loch, in Felsen oder Holz, welches sie mit einem Nagel zugeschlagen. Und solange den Nagel niemand ausziehe, müsse der Geist gebannt im Loch sein. Gleiches zu versuchen, drängte der Geist sie immer mehr. Sie bohrte ein Loch in das Bistal, das sie am nächsten lag, zur rechten Hand, wenn sie bei der Wiege saß, rüstete einen Zapfen, der scharf ins Loch passte, weihte ihn mit geheiligtem Wasser, legte einen Hammer zurecht und betete nun Tag und Nacht zu Gott um Kraft zur Tat. Aber manchmal war das Fleisch stärker als der Geist, und schwerer Schlaf drückte ihr die Augen zu. Dann sah sie im Traume die Spinne, glotzend auf ihres Bübchens goldene Locken, dann fuhr sie aus dem Traume, fuhr nach des Bübchens Locken. Dort aber war keine Spinne. Ein Lächeln saß auf seinem Gesichtchen, wie Kindlein lächeln, wenn sie ihren Engel im Traume sehen. Die Mutter aber glitzerten in allen Ecken der Spinne giftige Augen, und auf lange wich der Schlaf von ihr. So hatte sie auch einmal nach strengem Wachen der Schlaf überwältigt, und dicht umnachtete er sie. Da war es ihr, als stürze der fromme Priester, der in der Rettung ihres Kindleins gestorben, herbei aus weiten Räumen und rufe aus der Ferne: »Weib, wache auf, der Feind ist da!« Dreimal rief er so, und erst beim dritten Mal rang sie sich los aus des Schlafes engen Banden. Aber wie sie die schweren Augenlider mühsam hob, sah sie, langsam giftgeschwollen, die Spinne schreiten über ihr Bettlein hinauf, dem Gesichte ihres Bübchens zu. Da dachte sie an Gott und griff mit rascher Hand die Spinne. Da fuhren Feuerströme von derselben aus, der treuen Mutter durch Hand und Arm bis ins Herz hinein. Aber Muttertreue und Mutterliebe drückten die Hand ihr zu, und zum Aushalten gab Gott die Kraft. Unter tausendfachen Todesschmerzen drückte sie mit der einen Hand die Spinne ins bereitete Loch, mit der anderen den Zapfen davor und schlug mit dem Hammer ihn fest. Drinnen sauste und brauste es, wie wenn mit dem Meere die Wirbelwinde streiten. Das Haus wankte in seinen Grundfesten, aber fest saß der Zapfen, gefangen blieb die Spinne. Die treue Mutter aber freute sich noch, dass sie ihr Kindlein gerettet, dankte Gott für seine Gnade. Dann starb sie auch den gleichen Tod wie alle. Aber ihre Muttertreue löschte die Schmerzen aus, und die Engel geleiteten ihre Seele zu Gottes Thron, wo alle Helden sind, die ihr Leben eingesetzt für andere, die für Gott und die ihren alles gewagt. Nun war der schwarze Tod zu Ende. Ruhe und Leben kehrten ans Tal zurück. Die schwarze Spinne ward nicht mehr gesehen zur selben Zeit, denn sie saß in jenem Loche gefangen, wo sie jetzt noch sitzt. »Was? Dort im schwarzen Holz?« schrie die Gotte und fuhr eines Satzes vom Boden auf, als ob sie in einem Ameisenhaufen gesessen wäre. An jenem Holze war sie gesessen in der Stube, und jetzt brannte sie ihr Rücken. Sie drehte sich, sie schaute hinter sich, fuhr mit der Hand auf und ab und kam nicht aus der Angst, die schwarze Spinne sitze ihr im Nacken.
Auch die anderen waren die Herzen zurückgeklemmt, als der Großvater schwieg. Es war ein großes Schweigen über sie gekommen. Spott mochte niemand wagen, der Sache beistimmen, auch nicht gern. Es hörte jeder lieber auf das erste Wort des anderen, um danach die eigene Rede richten zu können. So verfehlt man sich am wenigsten. Da kam die Hebamme, die schon mehrere Male gerufen hatte, ohne Antwort zu bekommen, hergelaufen, ihr Gesicht brannte hochrot, es war, als ob die Spinne auf demselben herumgekrochen wäre. Sie begann zu schmälen, dass niemand kommen wolle, wie laut sie auch rufe. Das sei jedoch auch eine wunderliche Sache, wenn man gekocht habe, so wolle niemand zu Tisch, und wenn man an alles nicht mehr gut sei, so solle sie schuld sein an allem, sie wisse wohl, wie es gehe. So fettes Fleisch, wie drin stehe, könne niemand mehr essen, wenn es kalt geworden, dazu sei es noch gar ungesund. Nun kamen die Leute wohl, aber gar langsam, und keines wollte das Erste bei der Türe sein. Der Großvater musste der Erste sein. Es war diesmal nicht sowohl die übliche Sitte, nicht den Schein haben zu wollen, als möge man nicht warten, bis man zum Essen komme. Es war das Zögern, das alle befällt, wenn sie am Eingang stehen eines schauerlichen Ortes. Und doch war drin nichts Schauerliches. Hell glänzten auf dem Tisch, frisch gefüllt, die schönen Weinflaschen. Zwei glänzende Schinken prangten, gewaltige Kalbs- und Schafbraten dampften, frische Züpfen lagen dazwischen, Teller mit Torten, Teller mit dreierlei Küchlehne waren dazwischen gezwängt und auch die Kännchen mit dem süßen Tee fehlten nicht. So war es ein schönes Schauen. Und doch achteten sie alle desselben wenig, aber alle sahen sich um mit ängstlichen Augen, ob nicht die Spinne aus irgendeiner Ecke glitzere oder gar vom prangenden Schinken herab sie anglotze mit ihren giftigen Augen. Man sah sie nirgends, und doch machte niemand die üblichen Komplimente. Was man doch sinne, noch so viel aufzustellen, wer das doch noch essen solle, man habe bereits mehr als zu viel, sondern alle drängten sich an die unteren Ecke des Tisches, niemand wollte hinauf. Umsonst mahnte man die Gäste nach oben und zeigte auf die leeren Plätze, sie stunden unten wie angenagelt. Vergebens schenkte der Kindbett die Mann ein und rief, sie sollen doch kommen und Gesundheit machen, es sei eingeschenkt. Da nahm derselbe die Gotte beim Arme und sagte, »Sei du das Witzigste und gib das Exempel.« Aber mit aller Kraft, und die war nicht klein, sperrte sich die Gotte und rief, »Nicht um 1000 Pfund sitze ich mir da oben. Es kramselt mir den Rücken auf und nieder, als führe man mit mir Nesseln daran herum. Und säße ich dort von dem Büster, so fühlte ich die schreckliche Spinne Sonderunterlass im Nacken.« »Daran bist du schuld, Großvater«, sagte die Großmutter. »Warum bringst du solche Dinge aufs Tapet? So etwas trägt heutzutage nichts mehr ab und kann den ganzen Hause schaden. Und wenn einst die Kinder aus der Schule kommen und weinen und klagen, die anderen Kinder hielten ihnen vor, ihre Großmutter sei eine Hexe gewesen und ins Büster gebannt, so hast du's dann.« »Sei ruhig, Großmutter«, sagte der Großvater. »Man hat heutzutage alles bald wieder vergessen und behält nichts mehr lange im Gedächtnis wie ehedem. Man hat die Sache von mir haben wollen und es ist besser, die Leute vernehmen punktum die Wahrheit, als dass sie selbst etwas ersinnen. Die Wahrheit bringt unserem Hause keine Unehre. Aber kommt und sitzet, seht, vor dem Zapfen will ich selbst sitzen. Bin ich doch schon 4000 Tage da gesessen, ohne Furcht und ohne Zagen, und darum auch ohne Gefährde. Nur wenn böse Gedanken in mir aufsteigen, die dem Teufel zur Handhabe werden können, so war es mir, als schnurre es hinter mir, wie eine Katze schnurret, wenn man sich mit ihr anlässt, sie den Balg streichelt, ihr behaglich wird. Und mir fuhr es den Rücken auf seltsam und absonderlich. Sonst aber hält es sich mäusestill da innen, und solange man sich hier außen Gott nicht vergisst, muss sie warten da innen.« Da fassten die Gäste Mut und setzten sich, aber ganz nah zum Großvater rückte niemand. Jetzt endlich konnte der Kindbettimann vorlegen, legte ein mächtiges Stück Braten seiner Nachbarin auf den Teller, diese schnitt ein Stückchen ab und legte den Rest auf des Nachbars Teller, ihn mit dem Daumen von der Gabel streifend. So ging das Stück um, bis einer sagte, er denke, er behalte es, es sei noch mehr, wo das gewesen sei. Ein neues Stück begann die Runde. Während der Kindbett jemanden einschenkte und vorlegte und die Gäste ihm sagten, er hätte heute einen strengen Tag, ging die Hebamme herum mit dem süßen Tee, stark gewürzt mit Safran und Zimt, bot allen an und fragte, wer ihn liebe, solle es nur sagen, er sei für alle da. Und wer sagte, er sei Liebhaber, dem schenkte sie Tee in den Wein und sagte, sie lieb ihn auch. Man möge den Wein viel besser ertragen, er mache einen nicht Kopfweh. Man aß und trank.
Aber kaum war der Lärm vorbei, der allem ansteht, wenn man hinter neue Gerichte geht, so ward man wieder stiller. Und ernst wurden die Gesichter, man merkte wohl, alle Gedanken waren bei der Spinne. Scheu und verstohlen blickten die Augen nach dem Zapfen hinter des Großvaters Rücken, und doch scheute jeder sich, wieder davon anzufangen. Da schrie laut auf die Gotte und wäre fast vom Stuhle gefallen. Eine Fliege war über den Zapfen gelaufen, sie hatte geglaubt, der Spinne schwarzen Beine gramselten zum Loche heraus und zitterte vor Schreck am ganzen Leibe. Kaum ward sie ausgelacht, ihr Schreck war willkommener Anlass, von neuem von der Spinne anzufangen, denn wenn einmal eine Sache unsere Seele recht berührt hat, so kommt dieselbe nicht so schnell davon. »Aber hör mal, Vetter«, sagte der ältere Götti, »ist die Spinne seither nie aus dem Loche gekommen, sondern immer darin geblieben seit so vielen 100 Jahren?« sagte die Großmutter, »es wäre besser, man schweige von der ganzen Sache, man hätte ja den ganzen Nachmittag davon geredet.« Mutter«, sagte der Vetter, »lass deinen Alten reden, er hat uns recht kurze Zeit gemacht und vorhalten wird auch das Ding niemand, stammet ihr ja nicht von Christine ab. Und du bringst unsere Gedanken doch nicht von der Sache ab. Und wenn wir nicht von ihr reden dürfen, so reden wir auch nicht mehr von anderem, dann gibt's keine kurze Zeit mehr. Nun, Großvater, rede, deine Alte wird es uns nicht vergönnen.« »Hey, wenn ihr es zwingen wolltet, so zwinget es meinethalben, aber gescheuter wäre es gewesen, man hätte jetzt nicht von anderem angefangen. Und besonders jetzt auf die Nacht hin«, sagte die Großmutter. Da begann der Großvater und alle Gesichter spannten sich wieder. »Was ich weiß, ist nicht mehr viel, aber was ich weiß, will ich sagen. Es kann sich vielleicht in der heutigen Zeit jemand ein Exempel daran nehmen. Schaden würde es wahrhaftig viel nichts.« Als die Leute die Spinne eingesperrt wussten, sie ihres Lebens sicher waren, da sollte es ihnen gewesen sein, als seien sie im Himmel und der liebe Gott mit seiner Seligkeit mitten unter ihnen. Und lange ging es gut. Sie hielten sich zu Gott und flohen den Teufel. Und auch die Ritter, die frisch eingezogen waren, ins Schloss hatten Respekt vor Gottes Hand und hielten milde die Menschen und halfen ihnen auf. Dieses Haus aber betrachteten alle mit Ehrfurcht, fast wie eine Kirche. Anfangs schauderte es sie freilich, wenn sie es ansahen, den Kerker der schrecklichen Spinne sahen und dachten, wie leicht sie da losbrechen und das Elend von vorne anfangen könnten mit des Teufels Gewalt. Aber sie sahen bald, dass da Gottes Gewalt stärker sei als die des Teufels, und aus Dank gegen die Mutter, die für alle gestorben, halfen sie den Kindern und bauten ihnen unentgeltlich den Hof, bis sie ihn selbst arbeiten konnten. Die Ritter wollten ihnen bewilligen, ein neues Haus zu bauen, damit sie von der Spinne sich nicht zu fürchten hätten oder diese durch Zufall im bewohnten Hause loskomme, und viele Nachbarn wollten ihnen helfen, die die Scheu vor dem Untier, vor dem sie so schrecklich gezittert, nicht loswerden konnten. Aber die alte Großmutter wollte es nicht tun. Sie lehrte ihre Enkel, hier sei die Spinne gebannt durch Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Solange diese drei heiligen Namen gelten in diesem Hause, solange in diesen drei heiligen Namen an dem Tische gegessen und getrunken werde, so lange seien sie vor der Spinne sicher und diese fest im Loche, und kein Zufall mache etwas an der Sache. Hier an dem Tische, hinter ihnen die Spinne, werden sie nie vergessen, wie nötig ihnen Gott und wie mächtig er sei, so mahnte sie die Spinne an Gott und müsse, dem Teufel zum Trotz, ihnen zum Heil werden. Ließen sie aber von Gott, und wäre es 100 Stunden von da, so könnte die Spinne sie finden oder der Teufel selbst. Da fassten die Kinder, blieben im Hause, wuchsen gottesfürchtig auf, und über dem Hause war der Segen Gottes. Das Bübchen, welches so treu an der Mutter gewesen, so treu die Mutter an ihm, wuchs auf zu einem stattlichen Manne, der lieb war, Gott und Menschen, und Gnade bei den Rittern fand. Darum ward er auch gesegnet mit zeitlichem Gut und vergaß Gott nie darob, ward nie geizig damit. Er half anderen in ihren Nöten, wie er wünschte, dass ihm geholfen werde in der letzten Not. Und wo er zu schwach zu eigener Hilfe war, da war er ein umso kräftigerer Fürsprecher bei Gott und Menschen. Er ward gesegnet mit einem weisen Weibe, und zwischen ihnen war ein unergründlicher Friede. Darum blühten fromm ihre Kinder auf, und beide fanden spät einen sanften Tod. Seine Familie blühte fort in Gottes Furcht und Rechttum. Ja, über dem ganzen Tale lag der Segen Gottes, und Glück war in Feld und Stall und Friede unter den Menschen. Die schreckliche Lehre war den Menschen zu Herzen gegangen, sie hielten fest an Gott.
Was sie taten, taten sie in seinem Namen, und wo einer dem anderen helfen konnte, da säumte er nicht. Vom Schlosse her ward ihnen kein Übel, aber viel Gutes. Immer weniger Ritter wohnten dort, denn immer härter ward der Streit im Heidenlande und immer nöter jede Hand, die fechten konnte. Die aber, welche im Schlosse waren, mahnte täglich die große Totenhalle, in der die Spinne an Rittern wie an den Bauern ihre Macht geübt, dass Gott mit gleicher Kraft über jedem sei, der von ihm abfalle, sei er Bauer oder Ritter. So schwanden viele Jahre in Glück und Segen, und das Tal ward berühmt vor allen anderen. Stattlich waren ihre Häuser, groß ihre Vorräte, manch Geldstück ruhte im Kasten. Ihr Vieh war das Schönste zu Berg und Tag, und ihre Töchter waren berühmt landauf, landab, und ihre Söhne gern gesehen überall. Und dieser Ruhm welkte nicht über Nacht wie dem Jonas seine Schattenstaude, sondern er dauerte von Geschlecht zu Geschlecht. Denn in der gleichen Gottesfurcht und Ehrbarkeit, wie die Väter lebten, auch die Söhne von Geschlecht zu Geschlecht. Aber wie gerade in den Birnbaum, der am flüssigsten genähret wird, am stärksten treibt, der Wurm sich bohrt, ihn umfrisst, welken lässt und tötet, so geschieht es, dass, wo Gottes Segenstrom am reichsten über die Menschen fließt, der Wurm in den Segen kömmt, die Menschen bläht und blind macht. Dass sie ob dem Segen Gott vergessen, ob dem Reichtum den, der ihn gegeben hat, dass sie werden wie die Israeliten, die, wenn Gott ihnen geholfen, ob goldenen Kälbern ihn vergaßen. Sie wurden, nachdem viele Geschlechter dahingegangen, Hochmut und Hoffart heimisch im Tale, fremde Weiber brachten und mehrten beides. Die Kleider wurden hoffärtiger, Kleinode sah man glänzen, ja, selbst an die heiligen Zeichen wagte die Hoffart sich, und statt dass ihre Herzen während dem Beten inbrünstig bei Gott gewesen wären, hingen ihre Augen hoffärtig an den goldenen Kugeln ihres Rosenkranzes. So ward ihr Gottesdienst Pracht und Hoffart, ihre Herzen aber hart gegen Gott und Menschen. Um Gottes Gebote bekümmerte man sich nicht, seines Dienstes, seiner Diener spottete man, denn wo viel Hoffart ist und viel Geld, da kömmt gern der Wahn, dass man seinen Gelüsten für Weisheit hält, und diese Weisheit höher als Gottes Weisheit. Wie sie früher von den Rittern geplagt worden waren, so wurden sie jetzt hart gegen das Gesinde und plagten dieses. Und je weniger sie selbst erarbeiteten, umso mehr muteten sie diesem zu. Und je mehr sie Arbeit von Knechten und Mägden forderten, umso mehr behandelten sie dieselben wie unterwürfiges Vieh. Und dass diese auch Seelen hätten, die zu wahren seien, dachten sie nicht. Wo viel Geld oder viel Hoffart ist, da fängt das Bauen an, einer schöner als der andere. Und wie früher die Ritter bauten, so bauten sie jetzt. Und wie früher die Ritter plagten, so schonten sie jetzt weder Gesinde noch Vieh, wenn der Bauenteufel über sie kam. Dieser Wandel war auch über dieses Haus gekommen, während der alte Reichtum geblieben war. Fast 200 Jahre waren verflossen, seit die Spinne im Loch gefangen saß. Da war ein schlau und kräftig Weib hier Meister. Sie war keine Lindauerin, aber doch glich sie Christine in vielen Stücken. Sie war auch aus der Fremde, der Hoffart dem Hochmut ergeben und hatte einen einzigen Sohn. Der Mann war unter ihrer Meisterschaft gestorben. Dieser Sohn war ein schöner Bube, hatte ein schönes Gemüt und war freundlich mit Mensch und Vieh. Sie hatte ihn auch gar lieb, aber sie ließ es ihn nicht merken. Sie meisterte ihn jeden Schritt und Tritt, und keiner war ihr recht, den sie mit ihm nicht erlaubt, und längst war er erwachsen und durfte nicht zur Kameradschaft und an keinen Kilbi ohne die Mutter begleit. Als sie ihn endlich alt genug glaubte, gab sie ihm ein Weib aus ihrer Verwandtschaft, einst nach ihrem Sinn. Jetzt hatte er zwei Meister statt nur einen, und beide waren gleich hoffärtig und hochmütig, und weil sie es waren, so sollte auch Christen es sein, und wenn er freundlich war und demütig, wie es ihm so wohl anstund, so erfuhr er, wer Meister war. Schon lange war das alte Haus ihnen ein Dorn im Auge, und sie schämten sich seiner, da die Nachbarn neue Häuser hatten und doch kaum so reich, als sie waren. Die Sage von der Spinne und was die Großmutter gesagt, war damals noch in jedermanns Gedächtnis. Sonst wäre das alte Haus längst schon eingerissen worden, aber alle wehrten es ihnen. Sie nahmen aber dieses Wehren immer mehr für Neid, der ihnen kein neues Haus gönnte. Zudem war es ihnen immer unheimlicher am alten Hause.
Wenn sie hier am Tische saßen, so war es ihnen entweder als schnurre hinter ihnen behaglich die Katze oder als ginge leise das Loch auf und die Spinne ziele von ihrem Nacken. Ihnen fehlte der Sinn, der das Loch vermachte, darum fürchteten sie sich immer mehr, das Loch möchte sich öffnen. Darum fanden sie einen guten Grund, ein neues Haus zu bauen, in dem sie die Spinne nicht zu fürchten hätten, wie sie meinten. Das alte wollten sie dem Gesinde überlassen, das ihre Hoffart oft im Wege war. So wurden sie rätig. Christen tat es sehr ungern. Er wusste, was die alte Großmutter gesagt und glaubte, dass der Familiensegen an das Familienhaus geknüpft sei. Und vor der Spinne fürchtete er sich nicht. Und wenn er hier oben am Tisch saß, so schien es ihm, als könne er am andächtigsten beten. Er sagte, wie er es meinte. Aber seine Weiber hießen ihn schweigen. Und weil er ihr Knecht war, so schwieg er auch, weinte aber oft bitterlich, wenn sie es nicht sahen. Dort oberhalb des Baumes, unter welchem wir gesessen, sollte ein Haus gebaut werden, wie keiner eins hätte in der Gegend. In hoffärtiger Ungeduld, weil sie keinen Verstand vom Bauen hatten und nicht warten mochten, bis sie mit dem neuen Hause hochmütig tun konnten, plagten sie beim Bauen Gesinde und Vieh übel, schonten selbst die heiligen Feiertage nicht und gönnten ihnen auch des Nachts nicht Ruhe. Und kein Nachbar war, der ihnen helfen konnte, dass sie zufrieden waren, dem sie nichts Böses nachgewünscht, wenn er nach unentgeltlicher Hilfe, wie man sie schon damals aneinander leistete, wieder heimging, um auch zu seiner Sache zu sehen. Als man auffrischte und den ersten Zapfen in die Schwelle schlug, so rauchte es aus dem Loche herauf wie nasse Stroh, wenn man es anbrennen will. Da schüttelten die Werkleute bedenklich die Köpfe und sagten es heimlich und laut, dass der neue Bau nicht alt werde. Aber die Weiber lachten darüber und achteten das Zeichen sich nicht. Als endlich das Haus erbaut war, zogen sie hinüber, richteten sich ein mit unerhörter Pracht und gaben als sogenannte Hausreuki eine Kilbi, die 3 Tage lang dauerte und Kind und Kindeskinder noch davon erzählten im ganzen Emmental. Aber während allen 3 Tagen soll man im ganzen Haus ein seltsam Schnurren gehört haben, wie es das einer Katze, welche es behaglich wird, wenn man ihr den Balg streicht. Doch die Katze, von welcher es kam, konnte man trotz allen Suchens nicht finden. Da ward manchen unheimlich und trotz aller Herrlichkeit lief er mitten aus dem Feste. Nur die Weiber hörten nichts oder achteten sich dessen nicht, mit dem neuen Hause meinten sie alles wie gewonnen. Ja, wer blind ist, sieht auch die Sonne nicht, und wer taub ist, hört auch den Donner nicht. Darum freuten die Weiber des neuen Hauses sich, wurden alle Tage hoffärtiger, dachten an die Spinne nicht, sondern führten im neuen Haus ein üppiges, arbeitsloses Leben, mit Putzen und Essen. Kein Mensch konnte es ihnen treffen, und an Gott dachten sie nicht. Im alten Hause blieb das Gesinde allein, lebte, wie es wollte, und wenn Christen dasselbe auch unter seiner Aufsicht haben wollte, so duldeten die Weiber es nicht und schalten ihnen, die Mutter aus Hochmut hauptsächlich, das Weib aus Eifersucht zumeist. Daher war drunten keine Ordnung und bald auch keine Gottesfurcht, und wo kein Meister ist, geht es so durchweg. Kein Meister oben am Tisch sitzt, kein Meister im Hause die Ohren spitzt, kein Meister draußen und drinnen die Züge hält, so meint sich bald der Größte, welcher am würdigsten tut, der Beste, welcher die ruchlosesten Reden führt. So ging es zu im Hause drunten, und das sämtliche Gesinde glich bald einer Rudel Katzen, wenn sie am wüstesten tun. Von Beten wusste man nichts mehr, hatte darum weder vor Gottes Willen noch vor seinen Gaben Respekt. Wie die Hoffart der Meisterweiber keine Grenzen mehr kannte, so hatte der tierische Übermut des Gesindes keinen Schranken mehr. Man schändete ungescheut das Brot, trieb das Habermus über den Tisch weg mit den Löffeln sich an die Köpfe, ja verunreinigte viehisch die Speise, um boshaft den anderen die Lust am Essen zu vertreiben. Sie neckten die Nachbarn, quälten das Vieh, höhnten jenen Gottesdienst, leugneten alle höhere Gewalt und plagten auf alle Weise den Priester, der strafend zu ihnen geredet hatte. Kurz, sie hatten keine Furcht mehr vor Gott und Menschen und taten alle Tage wüster. Das wüsteste Leben führten Knechte und Mägde, und doch plagten sie einander wie nur möglich, und als die Knechte nicht mehr wussten, wie sie auf neue Art die Mägde quälen konnten, da fiel es ihm ein, mit der Spinne im Loche die Mägde zu schrecken oder zahm zu machen. Er schmiss Löffel voll Habermus oder Milch an den Zapfen und schrie, die drinnen werde wohl hungrig sein, weil sie so viel 100 Jahre nichts gehabt.
Da schrien die Mägde grässlich auf und versprachen alles, was sie konnten, und selbst den anderen Knechten graute es. Doch behielt dieses Spiel auch nicht lange seine Wirkung. Die Mägde wurden dessen gewohnt und sagten endlich, »Tu's doch, wenn du darfst, aber du darfst nicht!« Es nahte Weihnacht, die heilige Nacht. An das, was dieselbe uns weihe, dachten sie nicht. Ein lustiges Leben hatten sie abgeraten in derselben. Im Schlosse droben haust ein alter Ritter nur, und er bekümmerte sich wenig mehr ums Zeitliche. Ein schelmischer Vogt verwaltete alles zu seinem Vorteil. Um ein Schelmenstück hatten sie diesem edlen Ungarwein abgehandelt, neben welchen Lande die Ritter in großem Streite lagen. Des edlen Weines Kraft und Feuer kannten sie nicht. Ein fürchterliches Unwetter kam herauf mit Blitz und Sturm, wie selten sonst um diese Zeit. Keinen Hund hätte man unter dem Ofen hervorgejagt. Zur Kirche zu gehen, hielt es sie nicht ab. Sie wären bei schönem Wetter auch nicht gegangen, hätten den Meister alleine gehen lassen, aber es hielt andere ab, sie zu besuchen. Sie blieben allein im alten Hause beim edlen Weiner. Sie begann den heiligen Abend mit Fluchen und Tanzen, mit wüsteren und ärgeren Dingen. Dann setzten sie sich zum Mahle, wozu die Mägde Fleisch gekocht hatten, weißen Brei und was sie sonst Gutes stehen konnten. Da ward die Rohheit immer grässlicher. Sie schändeten alle Speisen, lästerten alles Heilige. Der genannte Knecht spottete des Priesters, teilte Brot aus und trank seinen Wein, als ob er die Messe verwaltete, taufte den Hund und am Ofen, trieb es, bis es Angst und Bange den anderen wurde, wie ruchlos sie auch sonst waren. Da stach er mit dem Messer ins Loch und fluchte, er wolle ihnen noch ganz andere Dinge zeigen. Als sie darob nicht erschrecken wollten, weil das Gleiche schon mal getrieben und mit dem Messer gegen den Zapfen kaum viel abzubringen war, so griff er in halber Raserei nach einem Bohrer, vermaß sich aufs Schrecklichste, sie sollten es erfahren, was er könne, büßen ihr Lachen, dass ihnen die Haare zu Berge ständen, und drehte mit wildem Stoße den Bohrer in den Zapfen hinein. Laut aufschreien stürzten alle auf ihn zu, aber ehe jemand es hindern konnte, lachte er wie der Teufel selbst, tat einen kräftigen Ruck am Bohrer. Da bebte von ungeheurem Donnerschlag das ganze Haus, der Missetäter stürzte rücklings nieder, ein roter Glutstrom brach aus dem Loch hervor und mittendrin saß groß und schwarz, aufgeschwollen im Gifte von Jahrhunderten, die Spinne. Und glotzte in giftiger Lust über die Frevler hin, die versteinert in tödlicher Angst kein Glied bewegen konnten. Dem schrecklichen Untiere zu entrinnen, das langsam und schadenfroh ihnen über die Gesichter kroch, ihnen einimpfte den feurigen Tod. Da erbebte das Haus von schrecklichem Wehgeheul, wie 100 Wölfe es nicht auszustoßen vermögen, wenn der Hunger sie peinigt. Und bald erscholl ein ähnliches Wehgeschrei aus dem neuen Hause, und Christen, der ihm den Berg aufkam, von der heiligen Messe, meinte, es seien Räuber eingebrochen. Mit seinem starken Arme trauen stürzte er den Seinen zu Hilfe. Er fand keine Räuber, aber den Tod. Mit diesem rangen Weib und Mutter und hatten schon keine Stimme mehr in den hoch aufgelaufenen schwarzen Gesichtern. Ruhig schlummerten seine Kinder, und gesund und rot waren ihre munteren Gesichter. Es stieg in Christen die schreckliche Ahnung dessen auf, was geschehen war. Er stürzte ins untere Haus, dort sah er die Diensten alle verendet, die Stube zur Totenkammer geworden, geöffnet das schauerliche Loch im Büstal, in des scheußlich entstellten Knechtes Hand den Bohrer und auf des Bohrers Spitze den schrecklichen Zapfen. Jetzt wusste er, was da geschehen war, schlug die Hände über dem Kopfe zusammen und wenn die Erde ihn verschlungen hätte, so wäre es im Recht gewesen. Da kroch etwas hinterm Ofen hervor, schmiegte sich ihm an. Entsetzt fuhr er zusammen, aber es war nicht die Spinne, es war ein armes Bübchen, das er um Gottes Willen ins Haus genommen und unter dem ruchlosen Gesinde gelassen hatte, wie es ja auch jetzt viel geschieht, dass man Kinder um Gottes Willen nimmt und sie den Teufel in die Hände spielt. Das hatte keinen Teil genommen an den Gräueln des Gesindes, war erschreckt hinter den Ofen geflohen, ihns allein hatte die Spinne verschont. Es konnte nur den Hergang erzählen. Aber noch während das Bübchen erzählte, scholl durch Wind und Wetter Angstgeschrei von anderen Häusern her. Wie in hundertjähriger aufgeschwellter Lust flog die Spinne durch die Talschaft, las zuerst die üppigsten Häuser sich aus, wo man am wenigsten an Gott dachte, aber am meisten an die Welt, daher von dem Tod am wenigsten wissen mochte. Noch war es nicht Tag geworden, so war die Kunde in jeglichem Hause.
Die alte Spinne sei losgebrochen, gehe aufs Neue todbringend um in der Gemeinde. Schon lägen viele tot und hinten im Tale fahre Schrei und Schrei zum Himmel auf von den Gezeichneten, die sterben müssten. Da kann man sich denken, welch Jammer im Lande war, welche Angst in allen Herzen, was das für eine Weihnacht war im Summeswald. An die Freude, die sonst bringt, konnte keine Seele denken, und solcher Jammer kam vom Frevel der Menschen. Der Jammer aber ward alle Tage größer, denn schneller, giftiger als das frühere Mal war die Spinne jetzt. Bald war sie zuvorderst, bald zuhinterst in der Gemeinde, auf den Bergen im Tale erschien sie zu gleicher Zeit. Wie sie früher meist hier einen, dort einen gezeichnet hatte zum Tode, so verließ sie jetzt selten ein Haus, ehe sie alle vergiftet. Erst wenn alle im Tode sich wandten, setzte sie sich auf die Schwelle und glotzte schadenfroh in die Vergiftung, als ob sie sagen wollte, sie sei es und sei doch wieder da, wie lange man sie auch eingesperrt. Es schien, als ob sie wüsste, ihr sei wenig Zeit vergönnt, oder als ob sie sich viele Mühe sparen wollte, sie tat, wo sie konnte, viele auf einmal ab. Darum lauerte sie am liebsten auf die Züge, welche die Toten zur Kirche geleiten wollten. Bald hier, bald dort, am liebsten unten am Kirchstalden, tauchte sie mitten in dem Haufen auf oder glotzte plötzlich vom Sarge herab auf die Begleitenden. Da fuhr dann ein schreckliches Wehgeschrei aus dem begleiteten Zuge zum Himmel auf. Mann um Mann fiel nieder, bis der ganze Zug der Begleitenden am Wege lag und rang mit dem Tode, bis kein Leben mehr unter ihnen war. Und um den Sarg ein Haufen Tote lag, wie tapfere Krieger um ihre Fahne liegen, von der Übermacht erfasst. Da wurden keine Toten mehr zur Kirche gebracht. Niemand wollte sie tragen, niemand geleiten. Wo der Tod sie streckte, da ließ man sie liegen. Verzweiflung lag über dem ganzen Tale. Wut kochte in allen Herzen, strömte in schrecklichen Verwünschungen gegen den armen Christen aus. An allem sollte er jetzt schuld sein. Jetzt auf einmal wussten alle, dass Christen das alte Haus nicht hätte verlassen, das Gesinde nicht sich selbst überlassen sollen. Auf einmal wussten alle, dass der Meister für sein Gesinde mehr oder minder verantwortlich sei, dass er wachen solle über Beten und Essen, wehren solle gottlosem Leben, gottlosen Reden und gottlosem Schänden der Gaben Gottes. Jetzt war allen auf einmal Hoffart und Hochmut vergangen. Sie taten diese Laster in die unterste Hölle hinunter und hätten es kaum Gott geglaubt, dass sie dieselben noch vor wenigen Tagen so schmächlich an sich getragen. Sie waren alle wieder fromm, hatten die schlechtesten Kleider an und die alten, verachtenden Rosenkränze wieder in den Händen und überredeten sich selbst, sie seien immer gleich fromm gewesen und ihnen fehlte es nicht, dass sie Gott nicht das Gleiche überredeten. Christen allein unter ihnen allen sollte gottlos sein, und Flüche wie Berge kamen von allen Seiten auf ihn her. Und war er doch vielleicht unter allen der Beste, aber sein Wille lag gebunden in seiner Weiber Willen. Und dieses Gebundensein ist allerdings eine schwere Schuld für jeden Mann, und schwerer Verantwortung entrinnt er nicht, weil er nicht anders ist, als Gott ihn will. Da sah Christen auch ein, darum war er nicht trotzig, pochte nicht, gab sich schuldiger da, als er war. Aber damit versöhnte er die Leute nicht, erst jetzt schrien sie einander zu, wie groß seine Schuld sein müsse, da er so viel auf sich nehme, so weit sich unterziehe, es ja selbst bekenne, es sei nichts wert. Er aber betete Tag und Nacht zu Gott, dass er das Übel wende, aber es ward schrecklicher von Tag zu Tag. Er ward es inne, dass er gut machen müsse, was er gefehlt, dass er sich selbst zum Opfer geben müsse, dass an ihm liege die Tat, die seine Ahnfrau getan. Er betete zu Gott, bis ihm so recht feurig im Herzen der Entschluss emporwuchs, die Talschaft zu retten, das Übel zu sühnen und zum Entschluss kam, der standhafte Mut, der nicht wankt, immer bereit ist zur gleichen Tat, am Morgen wie am Abend. Da zog er herab mit seinen Kindern aus dem neuen Haus ins alte Haus, schnitt zum Loch einen neuen Zapfen, ließ ihn weihen mit heiligem Wasser und heiligen Sprüchen, legte zum Zapfen den Hammer, setzte zu den Betten der Kinder sich und harrte der Spinne. Da saß er, betete und wachte und rang mit dem schweren Schlaf, festen Mutes und wankte nicht, aber die Spinne kam nicht, ob sie sonst allenthalben war, denn immer größer war der Sterbet, immer wilder die Wut der Überlebenden. Mitten in diesen Schrecken sollte ein wildes Weib ein Kind gebären. Da kam den Leuten die alte Angst umgetauft, möchte die Spinne das Kindlein holen, das Pfand ihrer alten Pacht. Das Weib gebärdete sich wie unsinnig, hatte kein Gottvertrauen, desto mehr Hass und Rache im Herzen.
Man wusste, wie die Alten gegen den Grünen sich geschützt verzeihten, wenn ein Kind geboren werden sollte, wie der Priester der Schild war, den sie zwischen sich und den ewigen Feind gestellt. Man wollte auch nach dem Priester senden, aber wer sollte der Bote sein? Die unbegrabenen Toten, welche die Spinne bei den Leichenzügen erfasst, sperrten die Wege und würden wohl ein Boten über die wilden Höhe der Spinnen, der alles zu wissen schien, entgehen können, wenn er den Priester holen wollte? Es zagten alle. Da dachte endlich der Mann des Weibes, wenn die Spinne ihn haben wolle, so könne sie ihn daheim fassen wie auf dem Wege. Wenn ihm der Tod bestimmt sei, so entrinne er ihm hier nicht und dort nicht. Er machte sich auf den Weg, aber Stunde um Stunde ran vorüber. Kein Bote kam wieder, Wut und Jammer wurden immer entsetzlicher. Die Geburt rückte immer näher. Da riss das Weib in der Wut der Verzweiflung vom Lager sich auf, stürzte hin nach Christens Haus, dem tausendfach Verwünschten, der betend bei seinen Kindern saß, des Kampfes mit der Spinne gegenwärtig. Weit her schon tönte ihr Geschrei, ihre Verwünschung donnerten an Christens Tür, lange ehe sie dieselbe aufriss und den Donner in die Stube ihm brachte. Als sie hereinstürzte, so schrecklichen Angesichtes, da fuhr er auf. Er wusste erst nicht, war es Christine in ihrer ursprünglichen Gestalt, aber unter der Tür hemmte der Schmerz ihren Lauf. An den Türpfosten wand sie sich, die Flut ihrer Verwünschung aufgießend über den armen Christen. Er sollte der Bote sein, wenn er nicht verflucht sein wolle mit Kind und Kindeskindern in Zeit und Ewigkeit. Da überwallte der Schmerz ihr Fluchen, und ein Söhnlein war geboren vom wilden Weibe auf Christen Schwelle, und alle, die ihr gefolgt waren, stoben ins Weite des Schrecklichsten gewärtig. Das unschuldige Kindlein hielt Christen in den Arm, stechend und wild giftig starrten aus des Weibes verzerrten Züge dessen Augen ihn an, und es ward ihnen immer mehr, als trete die Spinne aus ihnen heraus, als sei sie es selbst. Da kam eine Kraft Gottes in ihn, und ein übermenschlicher Wille ward in ihm mächtig, einen innigen Blick warf er auf seine Kinder, hüllte das neugeborene Kind in sein warm Gewand, sprang über das glotzende Weib den Berg hinunter, das Tal entlang, summ es weit zu. Zur heiligen Weihe wollte er das Kindlein selbst tragen, zur Sühne der Schuld, die auf ihm lag, dem Haupte seines Hauses. Das Übrige überließ er Gott. Tote hemmten seinen Lauf, vorsichtig musste er seine Tritte setzen, da ereilte ihn ein leichter Fuß. Es war das arme Bübchen, dem es graute bei dem wilden Weibe, das ein kindlicher Trieb dem Meister nachgetrieben. Wie Stacheln fuhr es durch Christens Herz, dass seine Kinder alleine bei dem wütenden Weibe seien, aber sein Fuß stund nicht stiller, er strebte dem heiligen Ziele zu. Schon war er unten am Kirchstalden, hatte die Kapelle im Auge, da glühte es plötzlich vor ihm mitten im Wege, es regte sich im Busche, im Wege saß die Spinne, im Busche wankte rot ein Federbusch und hoch hob sich die Spinne als wie zum Sprunge. Da rief Christen mit lauter Stimme zum dreieinigen Gott und aus dem Busche tönte ein wilder Schrei. Es verschwand die rote Feder, in des Bübchens Arme legte er das Kind und griff, dem Herrn seinen Geist empfehlend, mit starker Hand die Spinne, die wie gebannt durch die heiligen Worte am gleichen Flecke sitzen blieb. Blut strömte durch sein Gebein, aber er hielt fest. Der Weg war frei und das Bübchen, vierständigen Sinnes, eilte dem Priester zu mit dem Kinde. Christen aber, Feuer in der starken Hand, eilte geflügelten Laufes seinem Hause zu. Schrecklich war der Brand in seiner Hand, der Spinne Gift drang durch alle Glieder. Zu Glut war sein Blut. Die Kraft wollte er starren, der Atem stocken, aber er betete fort und fort, hielt Gott fest vor Augen, hielt aus in der Hölle Glut. Schon sah er sein Haus. Mit dem Schmerz wuchs sein Hoffen, unter der Tür war das Weib. Als dasselbe ihn kommen sah ohne Kind, stürzte es sich ihm entgegen, eine Tigerin gleich, der man die Jungen geraubt. Es glaubte an den schändlichen Verrat. Es achtete sich seines Winkens nicht, hörte nicht die Worte aus seiner keuchenden Brust, stürzte in seine vorgestreckten Hände, klammerte an sie sich an, in Todesangst musste er die Wütende schleppen zum Hause herein, musste frei die Arme kämpfen, ehe es ihm gelingt, ins alte Loch die Spinne zu drängen, mit sterbenden Händen den Zapfen vorzuschlagen. Er vermag's mit Gottes Hilfe. Den sterbenden Blick wirft er auf die Kinder, heut lächeln sie im Schlafe. Da wird es ihm leicht. Eine rührende Hand schien seine Glut zu löschen und laut betend schließt er zum Tode seine Augen. Und Frieden und Freude fanden die auf seinem Gesichte, die vorsichtig und angstvoll kamen, zu schauen, wo das Weib geblieben. Erstaunt sahen sie das Loch verschlagen, aber das Weib fanden sie versenkt und verzerrt im Tode liegen.
An Christens Hand hatte sie den vorigen Tod geholt. Noch standen sie und wussten nicht, was geschehen war, als mit dem Kinde das Bübchen wiederkehrte, vom Priester begleitet, der das Kind schnell getauft, nach damaliger Sitte und wohlgerüstet und mutvoll dem gleichen Kämpfe entgegengehen wollte, in dem sein Vorgänger siegreich das Leben gelassen. Aber ein solch Opfer forderte Gott nicht von ihm. Den Kampf hatte schon ein anderer bestanden. Lange fassten die Leute nicht, welch große Tat Christen vollbrachte. Als ihnen endlich Glaube und Erkenntnis kam, da beteten sie freudig mit dem Priester, danken Gott für das neu geschenkte Leben und für die Kraft, die er Christen gegeben. Diesem aber baten sie im Tode noch ihr Unrecht ab und beschlossen, mit hohen Ehren ihn zu begraben, und sein Andenken stellte sich glorreich wie das eines Heiligen in aller Seelen. Sie wussten nicht, wie ihnen war, als der so schreckliche Schreck, der fort und fort durch ihre Glieder zitterte, auf einmal geschwunden war und sie mit Freunden wieder in den blauen Himmel hinaufsehen konnten, ohne Angst, die Spinne krieche unterdessen auf ihre Füße. Sie beschlossen viele Messen und einen allgemeinen Kirchgang. Vor allem wollten sie die beiden Leichen bestatten, Christen und seine Drängerin. Dann sollten auch die anderen eine Stätte finden, soweit es möglich war. Es war ein feierlicher Tag, als das ganze Tal zur Kirche wanderte. Und auch in manchem Herzen war es feierlich. Manche Sünde ward erkannt, manch Gelübde ward getan. Und von dem Tage an wurde viel übertriebenes Wesen auf den Gesichtern und in den Kleidern nicht mehr gesehen. Als in der Kirche und auf dem Kirchhofe viele Tränen geflossen, viele Gebete geschehen waren, gingen alle aus der ganzen Talschaft, welche zum Begräbnis gekommen waren, und gekommen waren alle, die ihrer Glieder mächtig waren, zum üblichen Imbiss ins Wirtshaus. Da geschah es nun, dass wie üblich Weiber und Kinder an einem eichenen Tische saßen, die sämtlichen erwachsene Mannschaft aber Platz hatte an dem berühmten Scheibentische, der jetzt noch im Bären zur Summeswald zu sehen ist. Er ward auch bewahret zum Andenken, dass einst nur noch 2 Dutzend Männer waren, wo jetzt an 2000er wohnen. Zum Andenken, dass auch das Leben der 2000er in der Hand dessen stehe, der die 2 Dutzend gerettet. Damals säumte man sich nicht lange an der Gräbt. Es waren die Herzen zu voll, als dass viel Speis und Trank Platz gehabt hätte. Als sie aus dem Dorfe hervor auf die freie Höhe kam, sahen sie eine Röte am Himmel. Und als sie heimkamen, fanden sie das neue Haus niedergebrannt bis auf den Boden. Wie es zugegangen, erfuhr man nie. Aber was Christen an ihnen getan, vergaßen die Leute nicht. An seinen Kindern vergalten sie es. Fromm und wacker erzogen sie dieselben in den frömmsten Häusern. An ihrem Gute vergriff sich keine Hand, obgleich keine Rechnung zu sehen war. Es wurde gemehret und wohl besorgt, und als die Kinder auferwachsen waren, so waren sie nicht nur nicht um ihr Gut betrogen, sondern noch viel weniger um ihre Seelen. Es wurden rechtschaffene, gottesfürchtige Menschen, die Gnade bei Gott hatten und Wohlgefallen bei den Menschen, die Segen im Leben fanden und im Himmel noch mehr. Und so blieb es in der Familie, und man fürchtete die Spinne nicht, denn man fürchtete Gott, und wie es gewesen war, so soll es, so Gott will, auch bleiben. Solange hier ein Haus steht, solange Kinder den Eltern folgen, in Wegen und Gedenken. Hier schwieg der Großvater, und lange schwiegen alle, und die einen sannen dem Gehörten nach, und die anderen meinten, er schöpfe Atem und fahre dann weiter fort. Endlich sagte der ältere Götti: An dem Scheibentisch bin ich manchmal gesessen und habe von dem Sterbet gehört, dass nach demselben sämtliche Mannschaft in der Gemeinde daran Platz gehabt. Aber wie punktum alles zugegangen, das konnte mir niemand sagen. Die einen stürmten dies und andere danderes. Aber sage mir, wo hast du denn das alles vernommen? Hey, sagte der Großvater, das erbte sich bei uns vom Vater auf den Sohn, und als das Andenken davon bei den anderen Leuten im Tale sich verlor, hielt man es in der Familie sehr heimlich und scheute sich, etwas davon unter die Menschen zu lassen. Nur in der Familie redete man davon, damit kein Glied derselben vergesse, was ein Haus baut und ein Haus zerstöret, was Segen bringt und Segen vertreibt. Du hörst es meiner Alten wohl noch an, wie ungern sie es hat, wenn man so öffentlich davon redet. Aber mich dünkt, es täte je länger, je nöter davon zu reden, wie weit man es mit Hochmut und Hoffart bringen kann.
Darum tue ich auch nicht mehr so geheim mit der Sache, und es ist nicht das erste Mal, dass ich unter guten Freunden sie erzählet. Ich denke immer, was unsere Familie so viele Jahre im Glück erhalten, das werde anderen auch nicht schaden. Und recht sei es nicht, ein Geheimnis mit dem zu machen, was Glück und Gottes Segen bringt. Du hast recht, fetter Mann, antwortete der Götti. Aber fragen muss ich dich doch noch. War denn das Haus, welches du vor 7 Jahren einrissest, das uralte? Ich kann es fast nicht glauben. Nein, sagte der Großvater. Das uralte Haus war gar baufällig geworden, schon vor fast 300 Jahren. Und der Segen Gottes an Feldern und Matten hatte schon lange nicht mehr Platz darin. Und doch wollte es die Familie nicht verlassen und ein neues bauen durfte sie nicht. Sie hatte es nicht vergessen, wie es dem früheren ergang. So kam es in größere Verlegenheit und fragte endlich einen weisen Mann, der zu Haslebach gewohnt haben soll, um Rat. Der soll geantwortet haben, ein neues Haus könnten sie wohl bauen an die Stelle des alten und nicht anderswo, aber 2 Dinge müssten sie wohl bewahren. Das alte Holz, worin die Spinne sei, den alten Sinn, der ins alte Holz die Spinne geschlossen, dann werde der alte Segen auch im neuen Hause sein. Sie bauten das neue Haus und fügten ein mit Gebet und Sorgfalt das alte Holz, und die Spinne rührten sich nicht, Sinn und Segen änderten sich nicht. Aber auch um das neue Haus ward wiederum alt und klein, wurmstichig und faul sein Holz, nur der Posten hier blieb fest und eisenhart. Mein Vater hätte schon bauen sollen, er konnte es erwehren, es kam an mich. Nach langem Zögern wagte ich es. Ich tat wie die früheren, fügte das alte Holz dem neuen Hause bei, und die Spinne regte sich nicht. Aber gestehen will ich es. Mein Lebtag betete ich nie so inbrünstig wie damals, als ich das verhängnisvolle Holz in Händen hatte. Die Hand, der ganze Leib brannte mich. Unwillkürlich musste ich sehen, ob mir nicht schwarze Flecken wüchsen an Hand und Leib. Und ein Berg fiel mir von der Seele, als endlich alles an seinem Ort stund. Da ward meine Überzeugung noch fester, dass weder ich noch meine Kinder und Kindeskinder etwas von der Spinne zu fürchten hätten, solange wir uns fürchten vor Gott. Da schwieg der Großvater, und noch war der Schauer nicht verflogen, der ihn den Rücken hinaufgekrochen, als sie hörten, der Großvater hätte das Holz in Händen gehabt, und sie dachten, wie es ihnen wäre, wenn sie es auch daran nehmen müssten. Endlich sagte der Vetter, »Es ist nur schade, dass man nicht weiß, was an solchen Dingen wahr ist. Alles kann man kaum glauben, und etwas muss doch an der Sache sein, sonst wäre das alte Holz nicht da.« »Sei es jetzt daran wahr, was wolle, so könne man viel daraus lernen«, sagte der jüngere Götti, »und dazu hätten sie noch kurz Zeit gehabt. Es dünke ihnen, es sei erst aus der Kirche gekommen.« »Sie sollten nicht so viel sagen«, sagte die Großmutter, »sonst fange ihr Alter ihnen eine neue Geschichte an. Sie sollten jetzt auch einmal essen und trinken. Es sei ja eine Schande, wie niemand esse und trinke. Es solle doch nicht alles schlecht sein. Sie hätten angewendet, so gut sie es verstanden.« Nun ward viel gegessen, viel getrunken und zwischendurch gewechselt, manch verständige Rede, bis groß und golden am Himmel der Mond stund, die Sterne aus ihren Kammern traten, zu mahnen die Menschen, dass es Zeit sei, schlafen zu gehen, in ihr Kämmerlein. Die Menschen sahen die geheimnisvolle Mana wohl, aber sie saßen da so heimelig, und jedem klopfte es unheimlich unterm Brusttuch, wenn er ans Heimgehen dachte, und wenn es schon keiner sagte, so wollte doch keiner der Erste sein. Endlich stund die Gotte auf und schickte mit zitterndem Herzen zum Weggehen sich an. Doch es fehlte ihr an sicheren Begleiter nicht, und miteinander verließ die ganze Gesellschaft das gastliche Haus mit vielem Dank und guten Wünschen, allen Bitten an einen Einzelne, an die Gesamtheit doch noch länger zu bleiben, es werde er nicht finster zum Trotz. Bald war es still ums Haus, bald war auch still in demselben. Friedlich lag es da, rein und schön glänzte es in des Mondes Schein das Tal entlang. Sorglich und freundlich barg es brave Leute im süßen Schlummer, wie die schlummern, welche Gottes Furcht und gutes Gewissen im Busen tragen, welche nie die schwarze Spinne, sondern nur die freundliche Sonne aus dem Schlummer wecken wird. Denn wo solcher Sinn wohnet, darf sich die Spinne nicht regen, weder bei Tage noch bei Nacht. Was ihr aber für eine Macht wird, wenn der Sinn ändert, das weiß der, der alles weiß und jedem seine Kräfte zuteilt, den Spinnen wie den Menschen.